Ja, danke schön. Liebe Zuschauer, da sind wir wieder am Samstag, nein, nicht Samstag, Montag sind wir schon. Samstag waren wir vor 2 Tagen. Am Montagabend. Und da haben wir immer unser Talkformat Wandelgespräche. Und wir machen mehrere Talkformate, um alle so zu ausreichendem Bewusstseinstraining anzuregen. Samstags, montags, so Talks, wo man spricht, dann zu besonderen Anlässen. Und wir wollen noch einen Talk auch machen, wo wir die großen Multiplikatoren der Welt auch zum Mitsprechen einladen. Ja, und es gibt schriftlich eben für die, die über die verbale Talksendung hinaus in Schriftform in die Breite oder Tiefe noch gehen wollen, gibt es das Freie Argumente Forum, www.freie-argumente-kultur.de. Zum heutigen Abend, also zu den Wandelgesprächen als Format, das ist verknüpft mit einer Veranstaltung der Makers for Humanity und mit dem Wandelbündnis entstanden und sollte eine erste Begegnungs- und Einstiegsgelegenheit sein in das offene Gespräch miteinander über möglichst viele Fronten und Trennungen hinweg, ohne Bedingungen. Also ein Rahmen, wo alle mit allen über alles freundlich sprechen können. Selbstverständlich wird man sich dabei dann damit auch beschäftigen, ob und welchen Wandel es braucht, damit die Welt verantwortlich werden kann oder nicht in den Abgrund fährt. Also das ist anzunehmen, dass man da dann automatisch zukommt. Ja, ich habe als Ideal ausgegeben, dass wir mit den Wandelgesprächen dann gut sind, wenn auch ein orientierungssuchendes Kind oder Jugendlicher hier eine gute Anlaufstelle finden würde, um sich seine Orientierung so Stück für Stück erarbeiten oder erweitern zu können. Technisch betrachtet, also erst einmal, wir werden technisch immer besser. Also wir haben nicht nur Aufnahmen von den Sendungen, die in YouTube in mehreren Kanälen sichtbar gemacht werden bei den Next Scientists for Future, bei mir, auf Jürgen Wagner. Ja, nicht nur das, sondern wir sind jetzt sogar auch Livestream. Ich glaube, heute zum zweiten Mal hier die Wandelgespräche. Und ja, freue ich mich, bin sehr dankbar dem Dill für die technische Arbeit, die er da reinsteckt. Nun noch zum Gesprächstechnischen. Dieser Talk heute wird wieder im Redekreisstil verlaufen. Das heißt, feste Reihenfolge der Redenden mit bestimmter Zeit oder einem Zeitrahmen. Dann nehmen wir normalerweise 4 Minuten, dann gibt der Dylan ein Signal und ich sage mal seine Technik noch mit dazu. Also dann sollte der Betreffende, wenn er das Signal hört, mal kurz unterbrechen und dann den letzten Satz nochmal neu anfangen, damit das dann für die YouTube-Sendung am besten wohl kommt, wenn ich das richtig verstand. Und man kann seine Gedanken dann noch abrunden und dann halt weitergeben an den Nächsten. Okay, ich glaube, das reicht für den Einstieg und dann gebe ich für zum ersten inhaltlichen Beitrag. Ja, und Lucky, bevor du loslegst, kannst du deine Kamera so drehen, dass du am anderen Ecke des Ausschnittes sitzt. Du sitzt nämlich jetzt außerhalb der Aufnahmemöglichkeit. Die Kamera einfach so drehen, dass du sitzt jetzt für mich am linken Ende. Ja, jetzt wird's besser. Noch ein bisschen, ruhig noch ein bisschen. Ah, nee, so reicht's eigentlich schon. So kannst du es erstmal lassen. So, dann leg los, ne? Effi, für die Einleitung, um was es hier geht beim Wandelgesprächen und für die Technik auch, die Dön jetzt zur Verfügung stellt. Ja, ich weiß nicht, was das Thema heute ist. Ich glaube immer noch das Gleiche, oder? Den runden Tisch, also zumindest was mich am meisten interessiert auch, den runden Tisch, Zukunftsvision. Ja, gerne. Und da ist für mich ja dann also auch das bei den Zukunftsvisionen, glaube ich, dass wir dann auch darstellen müssen, womit in unserer Realität soweit, was jetzt gerade passiert, ich rede jetzt von einem Ukraine-Krieg, soweit dann nicht mehr geben würde. Und ja, da bin ich auch gleich beim Thema, was mich in den letzten Tagen natürlich vermutlich euch auch sehr beschäftigt und auch Überlegungen so mit hinfahren. Ja oder nein, ein Freund von mir hat einen kleinen Transporter, fährst nun oder ist überflüssig. Was schon faszinierend ist, ist halt die Hilfsbereitschaft. Dass ja doch, wie auch ein Freund, mit dem ich oft das diskutiere, auch über Visionen und
Und geldlose Gesellschaft, ja, auch sagt, das zeigen ja die Krisen, wenn dann sozusagen alle mit anpacken und es dann nicht mehr um Profit geht, sondern nur um helfen und zur Verfügung stellen von Fähigkeiten, von Material und Produkte, dass dann eigentlich plötzlich alles auf immer geht. Ja, dann wird im Ahrtal geholfen oder dann wird bei Covid geholfen und jetzt also auch die Wahnsinns logistische Leistung, was da alles in die Ukraine fährt und wie es ankommt und wer sich auch um hier in Berlin kümmert, wo die Flüchtlinge alle kommen, ist also schon wahnsinnig. Und das zeigt das eigentlich, dass es also auch, wenn die Leute wollen und das überzeugt sind von einer Sache, dass dann also du gar kein Geld mehr brauchst, sondern plötzlich alles, jetzt ein bisschen übertrieben, wie am Schnürchen läuft. Und das macht so ein bisschen Hoffnung. Also das macht so ein bisschen Hoffnung, dass so eine Kooperative auf, wie Dönen ja auch immer sagt, auf gemeinwohl orientierte Ökonomie oder Wirtschaft, dass sie ja also auch funktionieren kann und dass wir dazu Geld gar nicht mehr brauchen. Und damit verbunden natürlich auch das Konkurrenz- und Leistungssystem, wo wir natürlich eben gerade unsere AG davor diskutiert haben, da komme ich gerade her. Und da war natürlich auch mal die Frage, wie kannst du eigentlich welche Leute erreichen mit den Ideen, ob das eher mit diesen kleinen Sachen ist oder diese kleinen Oasen, wo du dann neue Sachen probierst, ausprobierst und dann irgendwie hoffentlich, dass dann hoffst, dass dann irgendwann der große Switch kommt durch die Oasen, weil die sich immer mehr vernetzen und zusammenkommen und dann irgendwie, oder ob du irgendwie so einen radikalen Bruch brauchst, der irgendwie ja, globaler sein muss. Aber das hatten wir hier schon öfter Thema. Und hatten wir uns das letzte Mal geeinigt, dass beides möglich ist. Waren beide sowohl als auch und nicht als entweder oder gegeneinander stehen muss, sondern sowohl als auch, dass also im Kleinen das mit dem Großen vernetzen oder ineinander überfließen kann und beides gleichzeitig passieren muss. Ja, und von daher habe ich entsprechende Hoffnung eben auf den runden Tisch und will gleich mal sagen, ganz wichtig, ich vergesse nachher noch, beim nächsten Mal bin ich nicht dabei. Wir haben ja ein bisschen Termin bei uns in der Wohngemeinschaft und deswegen will ich beim nächsten Mal nicht dran teilnehmen, hat aber wie gesagt mit der Inhalt oder was heute noch passieren könnte oder sollte, nicht mehr zu tun. Ja, und diese Ankündigung gebe ich jetzt weiter an den nächsten, das ist Dylan, wa? Du warst der nächste in der Arena-Liste und falls noch Minuten übrig sind, Ja. stehe ich zur Verfügung. Ja, dann bin ich dran und beginne meine Zeit. Ja, es ist bei uns ja Sensationelles passiert. Noch nicht jeder hat es im Forum gelesen. Ich habe ein langes Telefonat mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin unseres Vizekanzlers geführt, der bekanntermaßen ja an gemeinwohlökonomischen Weltwende, an der gemeinwohlökonomischen Weltwende interessiert ist, der ja auch Felber hier an der Technischen Hochschule Köln getroffen hat, mit ihm gesprochen hat. Und diese Frau hat dann eine E-Mail geschickt, die ich natürlich an unsere Professoren weitergeleitet habe, dass sie also sehr empfiehlt, also ein Gespräch, Konferenz zwischen Vizekanzler Habeck und uns über unsere Variante des gemeinwohlökonomischen Lösungsansatzes, unsere GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und deren Vorteile gegenüber der GWÖ von Felber. Und das ist so, das ist das jetzt, wo ich sage, ja, das hat sich in letzter Zeit rauskristallisiert, dass also in den großen Medien eigentlich von allen alternativen Ansätzen nur die gemeinwohlökonomischen Ansätze aufgetaucht sind, nur diese. Und ich finde das in dem Falle auch gut, weil der Grundgedanke von Felber, dass man also den Firmen, die uns Menschen Gutes tun, anstatt wie bis jetzt im Markt Nachteile zu geben, dass man denen Vorteile gibt, aber auch durchaus finanzielle oder Steuervorteile gibt, dieser Grundgedanke ist eine gemäßigte Revolution. Es heißt also quasi, ist eine Abschaffung des Kapitalismus ohne gleich ganz weit und ganz viel zu riskieren und vor allem auch ohne den Widerstand weiter Kreise der Gesellschaft zu riskieren, die vielleicht so geldsüchtig sind, dass sie mit einer sofortigen Geldabschaffung nicht sofort zustimmen würden. Ja? Ja, also insofern ist also für mich mein Thema hier jetzt immer, ich verstehe mich ja als Gast
des zukünftigen runden Tisches, den wir auch New World Economic Forum, New WEF nennen, ja. Und in dem Sinne werde ich immer plädieren für die Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsvarianten, und zwar eben für die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GBÖ, und unsere GWO, die von Next Scientists for Future, NES, und vom Weltrat. Und ich werde dann auch immer plädieren, wenn das mit den Grünen nicht klappt, wenn das mit Habeck nicht zu einem guten Zusammenarbeit kommt und zu einem guten Termin, dass wir dann noch die Fraktpartei, die PDG, die Partei des Gemeinwohls, PDG, dann noch haben als Instrument für die politische Lösung. Und ansonsten bin ich natürlich auch immer dabei bei dem Thema Gemeinschaft Köln-Süd und generell Gemeinschaftsleben als der sofortige Weg zum Ziel sozusagen. Aber ich denke, dass die schnellere Umsetzungschance eventuell mit Habeck, Vizekanzler, in der Politik liegen könnte. Dann bräuchten wir auch die PDG gar nicht, wenn die Grünen wirklich sagen würden, wir machen jetzt endgültig Schluss mit diesem Kapitalismus und machen erst einmal die gemeinwohlökonomische Weltenwende, bevor wir irgendwas noch Radikaleres irgendwie ins Auge fassen. Und ja, und da werde ich dann in der nächsten Runde vielleicht sogar mit einer Präsentation, mal gucken, ob der Henning gleich eine Präsentation bringen wird, darüber sprechen, sozusagen, wie, ja, jetzt piepst es schon wieder, also muss ich das Ende suchen. Ich werde dann in der nächsten Runde darüber sprechen, wo ich die Vorzüge des Gemeinwohlökonomischen gegenüber noch revolutionäreren Ansätzen sehe im politischen und vor allem, warum ich die gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsvarianten so als zumindest den richtigen ersten Schritt zum Ausstieg vom Kapitalismus halte. Ich gebe weiter an den nächsten und ich denke, das war entweder der Henning oder der Walter. Ich glaube, der Henning war es, oder? Möchtest du erst, Henning? Jo. Ja, dann mache ich mal kurz weiter und möchte eigentlich erstmal, bevor wir ja diese Ökonomie, Gemeinwohlökonomie näher vertiefen oder wie die ablaufen soll, wie die aussieht, weil da bin ich jetzt nicht so involviert, weil ich da eine ganz andere Version habe. Ja, es geht ja auch nur darum, Henning, dass du deinen Lösungsentwurf und deine Hilfestellung für die Menschheit darstellst. Es geht ja nicht heute um die Gemeinwohlökonomie. Das ist ja nur mein Thema, ist ja nur mein Lösungsentwurf. Danke für die Eingabe. Ich wollte es gerade sagen, dass es mir eigentlich um das Zusammenleben zum Wohlsein aller geht. Und diesbezüglich zeigt uns auch die Entwicklung im Außen, was wir also im Außen gerade erleben, also quasi, dass also Putin einen 8-jährigen Krieg beendet hat innerhalb von 8 Tagen. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Nur die Folgereaktion, die jetzt auch kommen und was ich auch gerade wieder aktuell gelesen habe, ist, dass einmal das SWIFT-System blockiert worden ist, um Zahlungen in den Osten nicht mehr zu gewährleisten. Dann hat PayPal auch Blockaden eingerichtet, dass Zahlungsverkehre von Ost nach West nicht mehr stattfinden. Und eben habe ich auch gerade eine Meldung gelesen, dass also in Australien sämtliche Bankautomaten abgeschaltet werden. Ob das nun stimmt oder nicht, aber es zeigt sich zumindest im Außen, dass das kapitalistische Geldsystem, so wie wir es kennen oder kennengelernt haben, zusammenbrechen wird, wohl oder übel. Weil es war in der Form, wie es bislang war, nicht aufrecht zu erhalten. Und ich hatte gestern ein sehr schönes Gespräch mit dem Hans-Peter Freiherr von Liechtenstein bezüglich darüber, wie wir diesen Kriegszustand, den wir momentan haben, auch selber minimieren können. Und da geht es mir auch, dass wir eigentlich
Was also mein Lösungsvorschlag letztendlich auch ist, ist die Achtung der kosmischen Gesetze in Harmonie und im Gleichgewicht ihrer Kräfte. Also quasi die Schöpferordnung zu achten und zu leben. Und weil, wenn wir diese Schöpferordnung nicht achten und nicht leben, sondern durch Bedingungen, Verträge oder was auch immer in die Welt bringen, so sind das strukturelle Gewalten, die passiver Krieg sind. Und wenn der passive Krieg sich also eskaliert oder zunimmt, dann haben wir eben diese Gewaltaktionen, die wir im Außen sehen. Und das möchte ich erstmal nur so als Einleitung von mir, bevor ich meinen Lösungsvorschlag dann präsentativ vorstelle, was eigentlich der Wirklichkeit entspricht und eigentlich gar kein Gedankenmodell mehr ist, sondern eben das Leben, dass wir alle Menschen zusammen im Zusammenleben, egal ob im direkten Zusammenleben oder eben im gedachten Zusammenleben, immer zum Wohlsein etwas tun und auch die Sprache, die Sprache hat ja auch eine strukturelle Gewalt, weil sie A, in einer Dualität stattfindet, also von guten, kraftvollen Wörtern zu weniger guten, kraftvollen Wörtern und B, auch Sätze, die wir benennen, in der Negation genannt werden. Das heißt, nur um ein Beispiel zu sagen, denk nicht an einen rosaroten Elefanten. Ich möchte wetten, dass also 99% aller, die jetzt zuhören, an einen rosaroten Elefanten denken. Und dieser gleiche Effekt, den haben wir ja auch in der Bibel, also 8 von 10 Geboten. Und durch das Heraussprechen von den Gottesvertretern, dass da so diese Gebote eingehalten werden, sind auch die Prinzipien von Trennung immer mehr in die Welt gekommen. Und aus dieser Trennung dürfen wir durch Bewusstwerdung wieder herausgehen, dass wir in die Einheit gehen, dass wir also nur Gutes von uns geben, weil irgendetwas Negatives nachzuplappern führt dazu, dass die Eskalationsspirale des Schlechten oder des weniger Guten immer größer wird. Wenn wir diese abbauen wollen, dann müssen wir wieder das Gute in die Welt bringen. Und damit gebe ich dann weiter. Dankeschön. Ja, guten Abend, liebe Freunde. Den positiven Wandel in die Welt bringen, das ist ein hoher Anspruch, den ich mir erstmal so nicht unbedingt vornehme. Da baue ich etliche Stufen niedriger, elementar, sagen wir mal, bei meinem eigenen Haushalt, in meinem Freundeskreis, in meinen Gesprächskreisen natürlich, ja, insofern auch hier, auch wenn es natürlich nicht die Welt erreicht und nicht ins große Ganze, nicht ins Fremdsprachige geht. Ich bin jedenfalls der Ansicht, also, dass wir durch ein geistiges Feld verbunden sind und dass natürlich dieses Feld, naja, was heißt natürlich, dass dieses Feld intelligent ist und aufnahmefähig wie ein Schwamm, vielleicht sogar noch weniger vergisst als das Internet. Also wir machen uns ja Vorstellungen von dem geistigen Feld, das uns umgibt, also das morphologische Feld, was im Grunde genommen alles Leben, zumindest erstmal alles Leben, durchdringt und umschließt. Und auf dieses Feld wirken wir ein. Und wenn Schönes und Gutes und Reines und Nützliches auftaucht, dann sickert das auch ein wie Wasser in den Humusboden und nährt das Leben. Und insofern
setze ich darauf, dass wir miteinander lernen. Also mein Ansatz ist da ein evolutionärer. Ich will gar nicht irgendwie kritisieren. Unsere jetzige Welt, unsere Zustände, bestimmte Gesellschaftsschichten, sondern dieser Status quo ist eben vorhanden und wir wollen ihn weiterentwickeln miteinander, die Bewusstseinskräfte entwickeln, das Menschentum miteinander weiter. Und das geschieht durch Aufklärung und Bildung und liebevolle Kommunikation. So viel für die erste Runde. Ja, kann sein, dass ich dran bin. Stimmt das so? Genau. Ja, danke schön. Danke den Vorrednern. Ich bin ja ein riesengroßer Fan, also in erster Linie der freien Argumentekultur. Wenn wir uns darauf einigen, werden wir auch alle Fragen bezüglich Gemeinwohlökonomie und wird vorher das ganze Wirtschaftssystem, Geldsystem weggehebelt und was auch immer. Da werden wir super uns drüber beschäftigen, damit beschäftigen können und Antworten finden können, wenn wir wirklich gemeinsam frei und vernünftig alles bedenken können und nach den besten Argumenten gehen können. Also da bin ich der größte Fan von der freien Argumentekultur. Deshalb, Luki, auch mich, so wie der Dylan sagt, er sieht sich schon als einer mit am Tisch sitzen vom New World Economic Forum. So bin ich durchaus auch da als einem roten Faden dran. Und zwar auch, dass wir aus den kleinen Nischen damit rauskommen und dass wir alle großen Multiplikatoren und Vertreter von Ideen und Lösungsvorschlägen wirklich in einen fairen Austausch bringen, also wo nicht gleich von vornherein schon willkürlich ausgefiltert, abgewertet, ausgeschlossen wird, sondern wo es fairen Vergleich, Argumentevergleich aller Lösungsvorschläge gibt. Das wird uns bestimmt noch weiter auch so begleiten. Ich bin ja dabei, den Einladungstext fertig zu machen und einen Verteiler, den der Dylan schon schön mit vorbereitet hat, dann damit auch auszustatten. Ja, also da bin ich der größte Fan von der freien Argumentekultur. Und ansonsten ein Riesenfan des sowohl als auch. Also dass man versucht, immer das Gute an den anderen Sichtweisen und Menschen zu sehen und aus diesen guten Elementen was zusammen zu puzzeln, was dann möglichst kraftvoll den guten Wandel oder den Wandel in die gute Richtung bringen kann. Konkret, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Einladung noch nicht fertig gekriegt habe, bin ich allerdings eben an mehreren Baustellen, wo ich manchmal einfach weitermachen muss. Also ich sage ja immer, bevor ich rede, will ich die persönliche und gemeinschaftliche und Projektsubstanz haben. Weil man sollte von etwas reden, was auch Leben in sich hat und Prediger, die predigen, ohne dass es Leben hat und Substanz hat, die gibt es wirklich genug. Also das kriegt erst eine andere Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Und insofern bin ich ja dran, habe Ende März einen Gerichtsprozess, den ich nutzen will, hatte in Berlin schon eine Strafanzeige wegen illegalem Zelten, die wurde aber fallen gelassen, trotz meines Protestes. Jetzt gibt's hier mal eine Gerichtsverhandlung, weil es ja die freie Argumentekultur auf der Basis des demokratischen Argumenteaustausches leider viel zu wenig gibt. Riesenversagen unseres jetzigen Systems und der Regierung, bevor da irgendwelche Aktivisten und gegensätzliche Standpunkte auf anderen Ebenen aneinander geraten, müsste der demokratische Staat eine wirklich ausreichende Argumenteklärungsbühne liefern, ohne bevormundende Vorfilterei. Und es ist ein Riesenversagen der Gesellschaft, dass das nicht angemessen geschieht. Also da sehe ich meinen Hauptschwerpunkt natürlich als gewaltfreier Aktivist, die stärksten Argumente, Argumente statt Waffen oder Argumente statt Fäuste zu entwickeln und auf den Tisch zu bringen und gewaltfreie Aktionen zu machen, mit denen das dann auch auf die Bühne gebracht und zur Geltung gebracht werden kann in der Gesellschaft. Und den Kern davon natürlich immer besser auch umzusetzen, praktisch umzusetzen, vorzuleben,
in einem Satz gesagt, also was das bedeutet. Die stärksten Argumente sind, dass der staatliche Wahn jetzt hier uns Kontroll- und Überwachungs- und Maßnahmenzwang aufzubürden, spätestens dann ein Ende haben muss, wenn jemand sagt, ich möchte weder für andere zu gefährlich sein bei Ansteckung oder Gesundheitssystemüberlastung, indem ich hingehe und auf mein Krankenhausbett verzichte bei Corona und natürliche Infektion statt Impfung bevorzuge. Und wenn das alles noch nicht reicht, bereit bin, mich in Reservate abzusondern, wo dann aber auch Schluss sein muss mit dem Anspruch der Mainstream-Leute, dass sie das Recht hätten, stark in Freiheitsrechte einzugreifen oder Freiheitsrechte zu verletzen. Irgendwo muss Schluss sein, wo auch ein Richter oder überhaupt irgendein ehrlich denkender Mensch noch sagen würde, nee, hier ist jetzt keine Begründung mehr, Freiheitsrechte zu verletzen, sondern man kann Schutz vor Ansteckung und Schutz vor Freiheitsrechten miteinander versöhnen und in einen einheitlichen Zusammenhang bringen. Und da ist dieses Verbreiten der Argumente und die gewaltfreien Aktionen, um zur Not durch Gerichtsprozesse die Argumente auf den Tisch zu bringen und die Pflege und Entwicklung solcher Reservate, das ist der Faden. Ja, technisch noch, ich war die letzten anderthalb Tage noch so ein bisschen damit auch beansprucht. Der Dylan arbeitet ja auch immer für immer bessere Technik. Ja, danke schön. Also ich war dabei, die letzten eineinhalb Tage hier einen Drucker so einzurichten, dass er faxtauglich ist. Kleines Zugeständnis eben an das jetzige System. Also für einen Gerichtsprozess sagen die ja, wenn du einfach eine E-Mail schickst oder so, sind sie nicht so mit einverstanden, ist nicht rechtsgültig. Also wenn das klappt mit meinem Technikvermögen, kann ich dann da auch per Fax ihnen aus ihrer Sicht rechtsgültige Informationen geben. Und das wird in den nächsten ein, zwei Tagen jetzt geschehen, weil ich ja dann auch kräftig mich weiter ranmachen will, die Einladung für die neue Zukunftskonferenz rauszuschicken. Ich gebe weiter. Ja, ich bin dran, glaube ich. Ja, ich kann mich da irgendwie einfach nur anschließen. Also ich will auch ohne Zensur, ohne alle auf dieser Zukunftskonferenz oder an diesem runden Tisch. Möchte ich halt auch die Vorschläge, Lösungsgedanken von jedem oder jeder einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerin halt hören, ja. Und das verspreche ich mir ganz viel, eben dass durch diese Potpourri oder wie Buffy auch immer sagt, den bunten Strauß, diesen bunten Strauß an Vorschlägen, dass dann eine tolle Diskussion entsteht. Oder wie auch ein bisschen Resonanz kriegen vom Publikum, welche Blume sie aus dem Strauß eigentlich am besten finden oder am entzückendsten ist, um mal so bildlich zu sprechen. Das wünsche ich mir, dass wir auch so ein bisschen mal so Resonanz kriegen, so von anderen mal wieder zu denken. Ja, und von daher bin ich nach wie vor, ich wiederhole mich jetzt schon auch öfter richtig gespannt und freue mich drauf auf diesen runden Tisch und hoffe eben, dass wir da Habeck oder andere halt auch gewinnen als Multiplikatoren. Das wäre natürlich schön. Und ja, und freue mich natürlich auch, dass ich dann also auch meine Position beziehungsweise von unserer AG mit der Geldabschaffung, wo wir auf WeChange ja sind und immer diskutieren hier Montag davor, dass wir als AG da praktisch da auch einen Raum haben, wo wir eben unsere Vision darstellen können, die eben sich eben an ein paar Sachen halt noch unterscheidet. Das, was heute vielleicht noch nicht so rausgekommen ist, beim letzten Mal glaube ich auch nicht, aber ganz früher mal, eben doch mit dieser Anreizkultur, da habe ich ja auch einen Widerspruch zu Dichteln oder der mit dem chinesischen Arztbeispiel immer, dass also in unserer Vision Anreize mehr geben soll, richtig so, ja, es soll, nicht weil das eben halt dazu führt, dass es doch wieder so ein Hierarchiesystem gibt, auch wenn das positiv ist, positive Belobigung, aber trotzdem wieder so ein Oben, Unten und eine Art Hierarchie macht, die aus meiner Sicht halt für die Psyche halt wie so ein steigendes Gift ist, ja, oder wie so eine Krebszelle, was uns letztendlich kaputt macht, dieses Hierarchie-Ding. Und deswegen finde ich ja so eine Orientierung am Produktion und Konsum, an den Fähigkeiten, die freiwillig sind, und dass es nur darum geht, halt, ob Leute dazu Lust haben und gerne machen,
Das ist das Einzige, was zählt. Und finde ich irgendwie besser, als mit so einem Anreizsystem zu arbeiten, auch wenn es so ein positives Anreizsystem ist. So, aber das, wie gesagt, das kann man halt dann am Tisch, an einem runden Tisch halt da zur Diskussion stellen und dann also auch gucken, was die anderen dazu sagen. So, ja, damit bin ich schon wieder falsch und gebe weiter an, ja, an Dylan. Ja, und ich probiere jetzt einfach mal aus, was passiert, ob die Welt untergeht, wenn ich jetzt eine Präsentation mache. Bin mal gespannt, was passiert. Jetzt sehe ich mich noch größer als vorher. Ja, was ist mit der Präsentation? Ach so, ja, gut. Ich muss ja hier noch was machen. Ich gehe auf die Bilder. So, jetzt seht ihr, glaube ich, eine Präsentation. Seht ihr ein Foto von mir, oder? Ja, wenn du es bist. Ja, dann funktioniert ja alles. Ja. Ne? Dann kann ich ja loslegen. Ja, also, Präsentation funktioniert. Also, ich versuche ja, waren so verschiedene wichtigere Auftritte bei mir. Also, das war sogar das mit Krawatte, wobei man die Krawatte komischerweise gar nicht sieht, ne, ist egal. Und hier haben wir ja nochmal das Freie Argumente-Kulturforum vom Öffi. Und hier, das ist das, wo ich mich ja schon fantasiere, am runden Tisch allerdings ohne Cancel Culture, ohne Auswahl nur bestimmter Leute. Und dass eben ja eben zuletzt in Schrot und Korn und so weiter die Gemeinwohlökonomie aus meiner Sicht nicht ohne Grund Thema ist. Und hier, das ist zum Beispiel das große Interview mit unseren Professoren gewesen und mit mir im österreichischen Manager-Magazin Trend, ne? Und das hier, das ist von der Pflegezeitschrift Deutschlands, Dietz Pflegezeitschrift Deutschlands, ein Artikel über uns, Krankmachtssystem bringt allen Geld, es läuft vieles schief, nach dem Vorbild von Club of Rome, der Rat der Weisen, der Weltrat der Weisen. Hier der Bild-Zeitungsartikel über unser 900 Milliarden Euro fürs Klimalösungsangebot, das die Fridays for Future und Extinction Rebellion Leidenden immer noch nicht angenommen haben. Und dann hier der berühmte Dr. Franz Alt Fernsehen, der frühere ARD Report, Fernsehmacher des Umweltschutzes, der hat einen großen Artikel über uns geschrieben, der neue Weltrat über eine bessere Welt veröffentlicht. Geschrieben hat dann, glaube ich, nicht selber. Dann hier die Wall Street Online vor. Das war das Angebot an Greta Thunberg. Ja, kommt es zur Verbesserung von der Welt von Grund auf oder ist die Welt, wenn Greta nicht kommt, für Weltverbesserung vielleicht sogar verloren? ARD-Report-Journalist AD Dr. Franz Alt hat die Hauptmoderation der Klimaschnellwende-Konferenz übernommen. Sozusagen, ja, und so viel erst einmal nur dazu, dass ich eben halt meine, dass wir uns schon ernsthaft mit dem gemeinwohlökonomischen Gedanken beschäftigen sollten. Und zwar, ich mache es jetzt mal am Beispiel, wie schafft die gemeinwohlökonomische Perspektive den Krieg ab? Und zwar bei uns, ich kann nur für unsere GWO-Variante sprechen, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, denn die GWÖ vom Felber hat aus meiner Sicht noch viele kleine Kinderkrankheiten, aber das kann man ja dann diskutieren. Ne? Auch vielleicht hoffentlich auch mit dem Vizekanzler bald diskutieren, vielleicht sogar dann irgendwann auch hier. Ne? Ja, also der Fehler im Kapitalismus ist, dass Kriegstreiberei, zum Beispiel der amerikanischen Rüstungskonzerne mit ihrem Rieseneinfluss auf das Weiße Haus. Präsident kann nur werden, wer auch Wahlkampfgelder, Spenden kriegt von der Waffenindustrie. Und deswegen steckt immer die Waffenindustrie, ist immer mit einem Fuß im Weißen Haus. Ja? Und wir haben ja schon erlebt, wie der Irakkrieg sozusagen durch dieses ganze kriegslüsterne Denken gepusht wurde. Und das würde halt so laufen, dass in der gemeinwohlökonomischen Wende
die Waffenkonzerne nur noch dann das gleiche Geld von der Bundesregierung kriegen, wenn die Zahl der getöteten Menschen in bestimmten Krisengebieten und dann auch weltweit zum Beispiel im nächsten Jahr um 5% zurückgegangen ist, sodass also dann alle Waffenkonzerne sich umdefinieren als Friedensförderungskonzerne und die Welt mit Friedensarbeitern überschwemmen, natürlich auch hauptsächlich das Gebiet, für das sie zuständig sind, und dann sozusagen die ganze Rüstung nur noch auf reine Defensive ausgerüstet wird, weil jeder getötete Mensch verlorenes Geld für die Waffenkonzerne, die früheren Waffenkonzerne bedeutet. Und das finde ich, das ist eine sinnvolle Lösung. Allerdings geht sie natürlich nicht so weit, wie vorhin der Lucky angedeutet hat. Der will natürlich noch weitergehen. Aber mir würde das erstmal reichen, so als Zwischenschritt vom Dings weg. So, und jetzt mache ich den Walter. Wer ist dran als Nächster? Ich glaube, der Henning zuerst, dann mache ich den groß. Jetzt muss ich erstmal diese Präsentation wieder ausschalten. Sekunde. Wo kann ich die Präsentation ausschalten? Ja. So, Freigabe beenden, abbrechen. Jetzt sehen wir, wer ist der Nächste? Henning, bist du der Nächste? Ja, dann mache ich dich wieder groß. Oder möchtest du präsentieren? Nein, ich möchte eigentlich nur erst einmal was dazu beitragen, und zwar. Genau, dann mache ich dich erstmal groß, genau. Ja. Augenblick, Sprecheransicht. So. Öffi hat etwas gesagt von Infektion und Verzicht auf ein Intensivbett. Infektion und ansteckend ist ein Prozess, der sowohl in positiver als auch in negativer Richtung geht. Das heißt also, in positiver Richtung ist Genesung und in negativer Richtung ist Krankheit. Und das sind eigentlich die Urprinzipien von Trennung und Einigung. Das heißt, wenn etwas in die Einigung kommt, dann ist es in die Genesung, in die Gesundheit. Also Lachen ist genauso infektiös wie Angstzustände. Und das ist genau das, was ich in der ersten Runde angesprochen habe, dass wir uns bewusst werden dürfen und dass wir das Gute wieder in die Welt holen. Und dass wir im Grunde genommen Schöpfer allen Seins sind. Und wenn ich als Schöpfer erkenne, in welcher Kraft ich bin, dann regiere ich mich nur noch selber und lasse mich von niemandem mehr regieren. Und in diesem Zustand oder in diesem Wechsel von diesem Zustand, von dem, dass wir regiert werden im Außen oder dass ich selber meine Regierung übernehme, über mich selber, über das, was ich tue, wie ich mich organisiere. Und jeder hat die Möglichkeit und das Recht, sich selbst zu organisieren. Neben diesem System, was momentan herrscht, diese vielen Inselorganisationen, wovon Walter gesprochen hat, die existieren ja, beziehungsweise die leben ja auch. Und das sind sogar ganze indigene Völker, die sich diesem System noch nicht mal angeschlossen haben, sondern immer ferngeblieben sind von diesem System. Und das System basiert ja eigentlich nur darauf, dass, wenn ich mit Walter zum Beispiel einen Tauschhandel betreibe, irgendwelche Früchte unterschiedlicherseits, weil ich habe in meinem Garten einen Apfelbaum und er hat einen Birnenbaum und im Herbst, wenn die Früchte reif sind, dann wechseln oder tauschen wir einfach Birnen gegen Äpfel. Aber daran kann kein Dritter verdienen. Das ist das Problem für das System, was es momentan hat. Und wenn wir alle mehr in dieses Tauschen in Form vom Schenken gehen, dass wir also kein Geld mehr benutzen und auch diese kosmische Ordnung der Einheit achten, die auf jeder Geldmünze letztendlich gedruckt ist oder gepresst ist, und das Geld also nicht mehr benutzen, weil wenn wir es benutzen, begeben wir uns in die Trennung, in die Spaltung und in die Ruption und auch in die Krankheit letztendlich. Das äußert sich in Form von Krankheiten im Außen und auch in Form von Krieg und Kapitalismus. Und die Umkehrung des Prozesses geht aber ineinander über.
sowohl als auch. Das eine wird weniger, das andere wird mehr. Und die Selbstorganisation, also das natürliche Leben, das also in der Selbstorganisation bei den Leuten vor Ort ist, ist das, was wieder mehr wird. Und das ist eigentlich das Phänomen in dieser Zeit, dass wir friedlicher werden und auch, ich sehe es auch bei meinem Freund, der Mediator bei der NATO ist, der möchte gern Friedensministerien installieren bei den Staaten. Es wird aber nicht funktionieren, weil das Personal, die diese Friedensministerien dann beleben, dessen Geist ist ja eigentlich entscheidend. Und solange die strukturelle Gewalt des Geldes immer noch mit da drinnen ist, dass also ein Dritter mitverdient, ohne dass er was tut, wird es immer wieder zu Krieg kommen, auch wenn es Friedensministerien sind. Und das ist das, wo wir jetzt bewusst werden dürfen, dass wir achtsam werden mit den Dingen, die wir sagen, dass wir immer in die Einheit gehen, in die Einigung gehen und Gutes erzählen, anstatt das alte System noch in irgendeiner Form mit weniger guten Worten aufrechtzuerhalten. Ich gebe weiter. Danke. Ja, die gesellschaftliche Weiterentwicklung, der evolutionäre Fortschritt wird halt von uns allen gemacht. Und je mehr wir uns selbst in der Kraft fühlen, desto mehr können wir auch schaffen. Das heißt, je mehr Menschen selbst ermächtigt sind oder durch ihre ermächtigten Zeitgenossen sozusagen in die Ermächtigung eingeladen werden, desto mehr wird natürlich auch das Feld, das Basisfeld vergrößert. Solange wir alle noch Regierung haben und Regierung ernst nehmen und Regierungsgesetze befolgen, ist die Macht natürlich dort. Also jetzt erstmal natürlich nichts gegen Gesetze und Regierungsgesetze, aber da, wo die Regierungsgesetze überflüssig oder übergriffig sind, da müssen wir an der Basis natürlich uns die Freiheit nehmen und uns selbst ermächtigen, diese Gesetze zu ignorieren und nicht zu befolgen. Und eine Ahndung unsinniger Gesetze zu verhindern beziehungsweise ja ausklingen zu lassen. Also insofern plädiere ich da auch für ein Belohnungssystem im Staat, was natürlich mit guter Bildung zusammenhängt, im Verhältnis zum Bestrafungssystem, was ja heutzutage weitgehend seit dem Mittelalter, seit der ältesten Zeit, nachdem das Stammeswesen verlassen wurde, hier praktiziert wird. Also der moderne Staat lässt weitgehend seinen Bürger ja uns in Ruhe, sagen wir mal, solange wir uns in den Grenzen der Staatsgesetze bewegen. Und danach gibt's dann halt Strafe. Naja, und der Lohn kann man sagen, oder die Belohnung ist eben der Lohn der Arbeit. Und da sehe ich natürlich auch evolutionär eine viel bessere, freiere Arbeitswelt, die dann auch von uns aus der Basis heraus geschaffen werden sollte. Unsere Gewerkschaften sind eigentlich seit Jahrzehnten sehr leise und inaktiv und erscheinen kraftlos. Denn die Privatisierung und Monopolisierung der Konzerne hat gewaltig zugenommen. Und auch da müssen wir uns neue Modelle ausdenken und diese in die Wirklichkeit führen, um wieder ein Gegengewicht zu den Konzernen zu haben und zu einer
guten, freien Arbeitswelt zu kommen, die auf echter Kreativität und so einer Art Vollbeschäftigung beruht. Denn jeder soll so viel arbeiten können und so viel verdienen können, wie er selbst es für richtig hält und nicht, wie es einem Korsett eines Arbeitsplatzes entspricht. Jetzt scheint irgendwas abgestürzt zu sein. Walter ist aber auch im Prinzip schon fertig mit der Zeit. Also könnte jetzt, ich glaube, Öffi müsste dran sein. Ja, gerne. Ja, dank den Vorrednern. Also einerseits freue ich mich ja über viele Aspekte, die so in bunter Vielfalt sich darstellen. Passt ja auch voll zu den Montagsgesprächen, Wandelgesprächen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Zeit drängt. Also immer war es schon existenziell notwendig, dass wir Menschen eine Kehrtwende gemacht haben aus diesem gierigen und gewalttätigen System, was sich sehr schnell seit der Frühzeit doch stark Bahn gebrochen hat unter den Menschen. Aber ich sehe uns heute in einer Kippzeit, wo sich eventuell das Schicksal jetzt so entscheidet, dass wenn es in Richtung digitale Überwachungs- und Kontrollgesellschaft kippt, dass das eventuell nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und deshalb versuche ich euch alle und natürlich auch die Zuschauer dazu zu bringen. Und ich glaube, wenn wir das in der freien Argumentekultur so richtig gut argumentativ durchkauen könnten, dann würde da sehr viel auch für sprechen, dass ihr alle so überlegt, inwiefern diese zentralen roten Linien, um die ich mich da bemühe, auch etwas ist, woran ihr euch beteiligen könnt. Also die stärksten Argumente, also jeder hat für viele Sachen, die er vertritt, auch Argumente, die er gut findet. Aber dass wir gemeinsam so gucken, was wären denn die wichtigsten Argumente und was sind dafür passende, entschiedene, also ausreichend entschiedene gewaltfreie Aktionen, auch mit Bereitschaft eben, also zumindest in der Tradition gewaltfreie Aktionen wie bei Gandhi und anderen, auch Gesetze zu übertreten, auch Strafen dafür auferlegt zu bekommen. Ja, und dass wir hingehen und eben diese Reservate angehen. Also ich sehe nicht, dass irgendetwas von dem, was jetzt auch ihr, so meine lieben Gesprächspartner hier, gesagt habt, dass das nicht wenigstens genauso gut oder besser geschehen könnte, während man selbst hingeht und wirklich schon eine zusammenwachsende Verantwortungs- und Vertrauensgemeinschaft bilden will, die auch neue Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen so keimhaft entwickelt, also menschengeschwisterliche Konsensdemokratie. Ja, also da bin ich der Ansicht, dass wir einen sowohl als auch so verstehen könnten, dass egal, was wir sonst da für Einzelaspekte und Schwerpunkte haben, dass wir uns da zusammentun sollten. Es spielt sich zu viel zersplittert ab, also zu viele Nischenaktivitäten oder weil man so am bürgerlichen Leben hängt, auch so eher Anhängsel noch. Also wenn man so sagt, ja, also wir wollen auch schon, dass alles grundsätzlich sich ändert, aber es darf sich nicht viel ändern, also gerade was den Komfortanspruch angeht. Das, glaube ich, muss offener in Frage gestellt werden, dass wir da gucken, wie können wir an den rotesten Fäden auch gemeinsam möglichst kraftvoll ansetzen und alle unsere Einzelaspekte mit einbringen dann. Und durch den Hintergrund so einer ganzheitlichen, aufs Wesentliche sich konzentrierenden, kräftebündelnden Aktion oder Aktivität, da wird jeder Einzelaspekt, glaube ich, dann auch mehr Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit bekommen. Ja. Okay, gut. Also ihr wisst dann, ich bin durchaus begeisterungsfähig, wenn ihr jetzt sagt, jo, wir stürmen auf pazifistische Weise mit an den Bundestag und das Kanzleramt, um zu sagen, es geht jetzt nicht mehr ohne eine korruptionsbefreite Bühne, eine freie Argumente-Plattform, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Ich gebe weiter. Ja, ich bin dran. Ja, vielen Dank, Öffi.
Für mich waren in der Runde auch wieder zwei Schlagworte oder drei Schlagworte sehr schön. Die strukturelle Gewalt des Geldes fand ich einen schönen Begriff. Und früher, am Anfang hast du noch was gesagt von der Sprache bei der ersten Runde, dass Sprache auch Gewalt sein kann. Und dass man Menschen positiv oder negativ auch mit Sprache aber was konnotieren kann. Das waren für mich wichtige Sachen. Dann kam noch an einigen Stellen Selbstermächtigung. Dass es so wichtig ist, Selbstermächtigung zu üben. Manchmal wird auch Autonomie, sagt glaube ich, oder autonom. Und das ist für mich insofern wichtig, weil ich das auch bei diesem Tisch, bei dem runden Tisch wichtig finde, was ist eigentlich unser Verhältnis zum Staat? Wie ist das eigentlich in der Gemeinwohlökonomie noch mit dem Staat? Das ist den noch geben. Wenn ich das weiter richtig verstanden habe, bei seinem Modell, also er hat oft so von Staat gesprochen und dass er uns noch viel Freiheiten lässt und auch Forderungen an den Staat und die Sätze vom Staat und so weiter. Also von daher ist, glaube ich, noch bei vielen so ein positives Verhältnis zum Staat. Was da ein Stück weit, wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich da eine andere Meinung habe. Dass ich entweder für Abschaffung des Staates bin oder dass jeder und jede der Präsident ist, der Abgeordnete die Regierung ist. Die Regierung, jeder ist seine eigene Regierung. Und sein eigener Abgeordneter oder sein eigener Präsident oder Präsidentin. Also von daher würde das für mich also auch ein Thema sein. Ein Thema sein, wo ich gerne die Vision bei dem runden Tisch von den anderen eigentlich hören würde. Und die Frage eben in den Raum stellen würde von mir aus, inwieweit brauchen wir in der Vision von einer Gesellschaft, wo es mehr um das Kooperative ist und das Miteinander, inwieweit brauchen wir da einfach noch einen Staat? Ja, mit dieser Fragestellung gebe ich wieder weiter, bin schon fertig und gebe weiter an Dylan. Ja, ich hoffe, ihr seht die Präsentation, ne? Lucky mal nicken. Siehst du sie? Ja, super, dann ist das doch perfekt. Ja, ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich ja sehr viel damit beschäftige, welche Ansätze, wenn ich weitergehe, also wenn ich den Kapitalismus beende und gehe noch weiter, ich schaffe den Staat ab, ich schaffe das Geld ab, ich schaffe das Finanzsystem ab, da fürchte ich, aber das ist halt nur meine Sichtweise, dass das konträre Effekte haben könnte. Wenn ich zu weit gehe oder zu schnell zu weit will, dass es dann eventuell negative Effekte hat und es allen Menschen in der Summe eher schlechter geht als vorher dann, wenn ich zu weit und vor allem zu schnell auf einmal die ganz große Wende mache. Ich selbst träume ja auch von einem Leben, wo wir Männer wieder alles den Frauen und Kindern schenken, ja, und wo Geld auch praktisch ja überhaupt keine Rolle spielt, wo die Geldsucht verschwunden ist, die Machtsucht, die Konsumsucht verschwunden ist. Aber das direkt anzustreben und direkt anzugehen, halte ich halt für gefährlich. Und ich will noch einmal hier werben dafür, wirklich die gemeinwohlökonomische Wende genauso ernst zu nehmen, wie sie offensichtlich der Vizekanzler im Hinterkopf schon hat, ja. Nämlich hier nochmal zu zeigen, hier, ja, was es alles da gab. Jetzt ist der Kapitalismus am Ende. Kapitalismus abschaffen. Und wie gesagt, im ZDF. Und dort wird Gemeinwohlökonomie, fällt dort als Stichwort. Und dann haben wir sozusagen hier Dr. Habeck, bevor er Vizekanzler wurde, mit Christian Felber an der Technischen Hochschule in Köln, wo ich den Eindruck hatte, der Habeck sieht auch noch gewisse Schwächen im Gemeinwohlökonomie-Modell von Christian Felber, die eben dann in unserer GWO er nicht finden würde, diese Schwachpunkte. Und hier Ukraine aktuell, das habe ich ja eben schon quasi geistig vorgelesen, gell? Sozusagen. Den Krieg hätte es nie gegeben, wenn wir die Gemeinwohlökonomie schon gehabt hätten, weil dann niemand mehr sich hätte bereichern können an der Tötung von Menschen, sondern wenn jeder Tote ein Verlustgeschäft für die Firmen bedeutet, dann werden sie eben auch den Krieg verhindern wissen, ne? Und
Ja, und dann war es ja eben hier bei Arte, da ging es auch wieder ständig um, Geld ist nicht alles, das wird Lucky vielleicht gerne hören, Geld ist nicht alles, aber da ging es eben auch um die Gemeinwohlökonomie und das Gemäßigte ist eben, dass, ja, die Wichtigkeit von Geld muss ganz weit zurück, wieder zurückentwickeln, von der Geldsucht zur Gleichgültigkeit, relativen Gleichgültigkeit gegenüber dem Geld, aber eben, ich hätte Schwierigkeiten damit, wenn ich jetzt den Leuten das Geld wegnehme, ich muss mir ja klar sein, dann nehme ich Jeff Bezos 170 Milliarden weg. Dem Armen nehme ich vielleicht seine 500, seinen Notgroschen weg. Aber ich nehme dem einen 170 Milliarden weg und der würde das eventuell als Enteignung finden, die gegen die er mit allen Mitteln ankämpfen würde, weil er ja eben geldsüchtig ist, ne? Und sich gar nicht dann die Frage stellen kann, ob er damit nicht glücklicher leben könnte, sondern erstmal nur die Frage stellt, da will mich jemand enteignen, also gehe ich mit allen Mitteln, mit allen 170 Milliarden, über die ich verfüge, mache ich Kontra. Hier, Richard David Precht im Gespräch mit Felber, großes Auftritt vor 5000 Menschen. Felber beim linken Sender Thilo Jung und Naiv, hier Felber bei der Zukunftskonferenz, die auch Zukunftskonferenz heißt, also hieß, und dann hier ZEC als Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die am meisten im Fernsehen berichtet wird, neben Niederkaufungen, ja, die aber eben eigentlich nicht unseren höheren Ansprüchen an eine wirklich gute Gemeinschaft entspricht, aber immerhin auch wieder hier Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie zu Besuch beim ZEC und als Redner im ZEC, ja. Und Skobel spricht auch ständig über Gemeinwohl und so weiter. Also ich möchte werben dafür, erst einmal sich zu versuchen, so diesen gemäßigten Ansatz zu denken. Und jetzt habe ich hier die Uhr geschlampt, aber ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt wohl ungefähr zu Ende sein müsste. Und dann muss ich jetzt mal wieder zurückgehen hier und die Präsentation abschalten und Platz machen für den Henning. Wo ist es? Augenblick. So. Ich glaube, der Henning ist jetzt dran und dann muss ich das hier, die Präsentation wegdrehen, abbrechen. Und jetzt müsste ich auf den Henning klicken, dass er schön groß wird, Sprecheransicht. Und auf Henning klicken. Ja, jetzt sieht man ihn groß, ganz groß. So, ich sehe mich immer noch normal, aber danke für das Wort. Nee, das mache ich jetzt sowohl für die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung und das Live-Fernsehen sind getrennt, aber in beiden bist du jetzt ganz groß zu sehen. Wenn du, es sei denn, du willst präsentieren. Präsentieren weiß ich jetzt noch nicht so genau. Nein, ich möchte erst einmal noch etwas klarstellen, und zwar die strukturelle Gewalt. Und in der kosmischen Ordnung gibt es nur Harmonie und bedingungslose Liebe. Und jede Gewalt ist eigentlich ein Verstoß gegen diese kosmische Ordnung. Und alles, was wir selber aus uns herausstrahlen oder bringen in Form von Worten oder Taten, sind eine Energie oder eine Kraft, die auch die kosmische Ordnung berührt. Und die kosmische Ordnung oder beziehungsweise alles, was ich ausstrahle, wird auch wieder reflektiert. Und die Reflexion mit der kosmischen Ordnung ist das, was ich aus mich herausbringe, auch dementsprechend wieder zurückbekomme. Und das meistens in doppelter oder dreifacher Härte. Bringe ich Liebe in die kosmische Ordnung, bringe ich Bedingungslosigkeit, bringe ich Achtsamkeit, so kommt das auch wieder zu mir zurück. Mache ich das Gegenteil von dem, dann kommt es auch wieder zu mir zurück. Aber es wird mich zerquetschen. Und das möchte keiner mehr. Und jeder von uns Mensch ist eigentlich der in seinem Status, das er lebt, ein Teil des Staates. Und wenn ich in der
kosmischen Harmonie lebe, im Einklang mit der kosmischen Harmonie lebe, dann bin ich auch ein, bilde ich auch einen harmonischen Staat. Und diese Erkenntnis oder dieses selbstorganisierte Leben darf jeder für sich selber entscheiden. Aber wir haben oder wir sind in dieser Zeit in einem Wandlungsprozess, wo immer mehr Menschen durch den Druck vom Staat, der uns gegeben wird, eigene Lösungen sucht in der Selbstorganisation und auch in der Erkenntnis. Und für mich ist es eigentlich wichtig, die ich auch als Botschafter der physisch lebendigen Erde rüberbringen möchte, dass wir in die Selbsterkenntnis kommen, dass wir begreifen, wo das Leben stattfindet. Und das Leben findet immer in der Ausdehnung von allen Lichtes, in den energetischen Wandlungsprozessen, im Jetzt, in jedem Moment des neuen Jetzt, 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 Jetzt statt. Und in diesem Jetzt dürfen wir erkennen, ob mein höheres Selbst von den abgespeicherten Informationen lebte, die ich mir zugelegt habe oder programmiert habe, durch Erleben und durch Erlebnisse, oder ob ich mich vom Außen Informationen lebe. Und jede Bedingung, die ich mir auferlegt habe, ist letztendlich auch eine strukturelle Gewalt gegen die kosmische Ordnung. Und alles, was ich mich an Bedingungen durch Vertrag und Unterschrift geschaffen habe, da gibt es nur mich selber, der diese Verträge wieder auflösen kann, um in die Bedingungslosigkeit der harmonischen kosmischen Ordnung zu kommen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das Leben findet im Jetzt statt und in der Harmonie. Und wer sich dieser Harmonie durch Bedingungen widersetzt, ist Mittäter an Leben minimierender Prozesse. Und die Geldmünze als Symbol für die kosmische Harmonie, dass also Bedingungen von einer Seite zur anderen Seite durch die Lichtlebenssubstanz, dem komprimierten Metall, in Einheit und Einigkeit gehalten wird. Das heißt also in Harmonie halte. Das heißt, wenn jemand mir Bedingungen gegenüberstellt, dann kann ich immer sagen, du schau mal, die Geldmünze sagt mir etwas anderes. Die Geldmünze ist in Harmonie. Du stellst mir eine Bedingung. Wie werden wir uns jetzt einig, dass ich die Geldmünze nicht missbrauche, sondern dir nur zeige und warne, dass wir wieder in Einigkeit kommen? Bitte, wo bleibt dein Vorschlag? Ich gebe weiter. Öff? Oder Walter, wer ist dran? Vor mir war immer Walter. Wenn der Walter wieder da ist, so? Ja, hoffentlich ist er wieder da. Wenn nicht, Öff. Sage Walter Piep, wenn er da ist. Nee, Walter ist nicht da. Also Öff, komm. Hey, funktioniert was nicht beim Walter. Alles klar. Ja, danke den Vorrednern. Ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe ja beim letzten Beitrag von mir schon gesagt, wir sollten vorsichtig überlegen, dass bei der Vielfalt der Aspekte wir trotzdem eben sehen, wie kritisch ist die Situation, was braucht es und was sind so wesentliche rote Fäden, dass wir uns da vielleicht auch ja, ziemlich stark zusammentun sollten und kombinierte Strategien so entwickeln sollten. Und ich glaube, dieser ganzheitliche Blick, dieser Blick, der das Ganze so auch als Lebenszusammenhang erkennt, ja, der ist ganz wichtig, auch mit der Frage... Lucky, dein Mikro ist noch an. Lucky, dein Mikro ist noch an. Okay, dann mache ich weiter. Dieser ganzheitliche lebensbezogene Blick, den halte ich auch für wichtig, damit man nicht bei den Strategien, die man einschlägt, eben zu sehr in ein ja aggressives, kämpfendes Verhalten so gerät. Denn
Ich vergleiche das gerne mit einer Schlange, der so die Köpfe nachwachsen. Da gibt es ja so die verschiedenen Mythologien. Und im Moment halte ich das kapitalistisch-imperialistische System schon für eine große zerstörerische Schlange. Und da wachsen dieser Schlange kräftig so auch Köpfe, die das dann leiten, die das steuern. Wenn man hingehen würde und würde sagen, ah, das muss ganz anders sein, also nicht diese Gier- und Machtschlünder, sondern friedliche, liebevolle, menschheitsfamiliäre Kultur, dann glaube ich, dass wenn man der Schlange die Köpfe abschlägt, vor allem wenn gar keine anderen Menschen da sind, die die andere Kultur leben können, verkörpern können, dann wachsen da neue Köpfe. Und die werden nicht besser sein als die ersten, die da so gewachsen sind, sondern das wird dann immer verkrüppelter, was dann da so wächst. Und wenn man hingehen würde und würde sagen, ja, wir hauen die Köpfe ab und jetzt also so planwirtschaftlich gedacht, wir setzen dann da andere Köpfe an die Stelle. Also wenn wir nicht Menschen haben, die andere Menschen geworden sind, die statt Gier und Macht diese menschheitsfamiliäre Liebe und diese Verantwortung fürs Ganze echt verkörpern, dann setzen wir da Leute hin, die weder aus der vorhandenen Wirklichkeit und der, hin zu einer Steuerungsfunktion gewachsen sind, noch die jetzt die neuen Kompetenzen mitbringen. Also meist bisher, wobei sich das jetzt ändert, also ich glaube, China in Verbindung eben mit der digitalen Revolution hat gute Aussichten, damit ein Kontrollsystem darzustellen, was nicht durch Mangelwirtschaft und falsche Planwirtschaft scheitert. Bisher waren ja die Versuche, wir hauen der freien Wirtschaft so die Manager oben weg und setzen da unsere Parteifreunde hin, waren Wege, die in Ineffizienz und Korruption oft noch schlimmer gestrandet sind als die Kapitalisten, die da vorher aus dem System an diese Position gewachsen sind. Ich glaube, wir müssen, obwohl das natürlich jetzt ein wagemutiges Bild ist, wir brauchen sozusagen eine andere DNA. Wir brauchen ein anderes Wachstumsgesetz, lebendiges Wachstumsgesetz, dass der Schlange nicht die Gier- und Machtköpfe wachsen, wir die nicht weghauen und neue wachsen oder wir da so, verkorkste künstliche Ersatzpersonen hinsetzen. Wir brauchen eine neue DNA. Wir brauchen neue Menschen, die allerdings eigentlich nur das machen, was die Naturwissenschaft und was die Geisteswissenschaft uns eigentlich als unser entscheidendstes Wesen attestieren. Die Biologie sagt ja, wir sind das Animal Rationale, das denkende Tier oder haben die Vernunftseele. Und die Geisteswissenschaft eben auch, die Vernunftseele, die Fähigkeit, sozusagen die Steuerleute auch des Ganzen zu sein, die Gaia-Theorien mit der Auffassung, wir könnten vielleicht der intelligente Kopf sein, der ins Universum reinkommt, dem Ganzen Intelligenz und intelligente Steuerung gibt oder darin verkörpert. Ja, also da sind große Aufgaben und ich glaube, wir erreichen dann wenig durch Köpfe wegschlagen und mehr dadurch, dass wir demonstrieren, wir sind Menschen mit einer anderen, einer liebevollen DNA statt macht- und besitzgieriger DNA. Ich gebe weiter. Ja, da kann ich mich ja gleich anschließen. Ich sehe genauso wie du, Effi, mit dem Köpfe abschlagen oder wegschlagen, waren wir, glaube ich, noch nie mein Ding gewesen, weil, wie du sagst, die DNA, ich sage mal die Strukturen, sagen wir, wenn ich die Strukturen ändern, bringt es nicht da, die Köpfe auszutauschen. Für mich persönlich an so einem politischen Leben ist es am deutlichsten mit den Parteien, bin auch schon ein bisschen älter, vielleicht 70er Jahre, die Grüne und so weiter, oder Alternative Liste, wie die in Berlin hieß, was du da für Hoffnung hattest und so. Und wenn du dann anguckst, Fischer und Schröder, wie sie alle heißen, und wie sich dann verändern, und so wird sich also auch die jetzigen Politiker verändern. Und
Nach mir sind aber keine bösen Menschen oder dass sie irgendwie falsche Bewusstsein haben oder sonst was, sondern das ist nach meiner Ansicht nach die Struktur. Die Struktur, in dem Fall so Machtstrukturen, dass die eben die Menschen entsprechend verändern. Und deswegen funktionierte ja unser mehr oder minder auf Konsum und Hierarchen basiertes System funktioniert ja so gut, weil es eben schon von Kind auf wird eingetrichtert kriegen, also auch in der Schule und so weiter, anpassen, Leistung bringen und konsumieren und nach oben bucken und nach unten treten. Und wenn du bescheißt, ja, ist okay, darfst dich aber nicht erwischen lassen, wenn ich das halt Pech habe. Ja. Und das ist der Mensch nach immer Sache der Strukturen, nicht, dass irgendwelche Menschen da böse sind oder irgendwas in der Gene haben. Und deswegen bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass wir diese Strukturen ändern müssen. Und da ist eben die Frage, wie können wir das machen und wie können wir den Leuten das also auch klar machen, dass eben andere Strukturen eben auch glücklicher machen würden und kooperativer, mehr Spaß und oder wie Henning oft immer sagt, in Einklang bringen würden. In Einklang und in Harmonie sich das einfach schöner erlebt. Und wie könntest du eben solche Strukturen schaffen, dass die eben zu sowas führen? Dass sowohl du dich fühlst als Einheit und im anderen eben den Bruder, die Schwester siehst und nicht mal den Konkurrent, den Feind oder den Ausbeutungsobjekt. Und ja, das denke ich, ist eben doch so eine Fragestellung für den runden Tisch. Und gebe damit weiter an Dön wieder. Ja, ich stelle nur gerade hier das um. Ansicht, Galerie. Ja, also, dann sage ich mal, stoppe ich mal hier, starte ich mal hier die Zeit. Ja, also der Öffi hat sowas angedeutet, ja, Köpfe abschlagen bringt oft nicht viel, hinterher entsteht vielleicht sogar Ineffizienz und noch mehr Korruption, als im Kapitalismus sowieso schon immer ist, ja. Und mein Bild ist ja, dass über die Einführung der GWO, und ich kann ja nur für die GWO aus der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen oder Varianten, kann ich ja nur für unsere GWO plädieren, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Da ist es ja so, dass da ruckzuck die Hausarztgesundheitsgemeinschaften entstehen würden und die Hausärzte, die Leute alle ansprechen würden, Leute, lebt doch in Gemeinschaften zusammen, weil ich krieg nur noch Geld, wenn ihr nie krank werdet und in Gemeinschaften könnt ihr, wenn wir die richtige Supervision dabei machen, könnt ihr viel glücklicher und viel gesünder leben denn jemals zuvor. Und auch bitte, lieber Jeff Bezos, liebe Milliardäre, lieber Herr Wirth, liebe Familie Albrecht von Aldi, lieber Dieter Schwarz, zieht doch auch in diese von mir empfohlene Gesundheitsgemeinschaft ein, in die Gemeinwohlgemeinschaften, in die Gemeinschaften, in die Kommunen, in die probiert doch vielleicht sogar mal das aus, was der Weltrat vorschlägt, nämlich die bonobo-kommunistische Gruppenehe. Probiert das doch mal aus. Und da wäre dann meine Hoffnung, dass die völlig das Interesse an der Konsumsucht verlieren, dass sie also ihre Yachten nicht mehr benutzen, ihre Flugzeuge nicht mehr fliegen, dass sie all diesen Konsumsucht, diesen Raubbau an der Erde mit dem CO2-Ausstoß alles nicht mehr brauchen, weil sie merken, dass sie in den liebevollen Gemeinschaften viel glücklicher sind als vorher. Ob ich jetzt noch einen Nutzen darin sehe, denen jetzt auch noch deren Investitionsgelder wegzunehmen. Also ich bin schon zufrieden, wenn die Leute nicht mehr, die Reichen nicht mehr konsumsüchtig sind. Dann haben sie keinen großen Fußabdruck mehr und schaden nicht mehr. Ob ich ihnen jetzt aber ihre Fabriken wegnehmen muss, ob ich der Familie, die für Mercedes oder BMW zuständig ist oder für VW,
ob ich denen ihr Investitionskapital und diese Fabriken wegnehmen sollte und sie dann in die Hand von irgendwelchen Bürokraten geben sollte, die diese Firmen dann innerhalb kürzester Zeit so kaputt wirtschaften, dass sie auf dem Niveau, das Trabi in der DDR dann irgendwann sind und nicht mehr konkurrenz- und wettbewerbsfähig sind. Ob ich das machen muss, da hätte ich ganz große Zweifel. Also mir, ich gehe ja sowieso davon aus, dass die Waffen- und Sozialsparten uns zentrale vorteilbringende Irrtümer in einer Gehirnwäsche in uns hineingebracht haben, dass wir denken, man könnte sehr weit gehen, auch in der Selbstlosigkeitsentwicklung der Menschen und so weiter. Und da ist es halt so, dass ich halt bei den Biologieprofessoren, wo ich gelernt habe, die haben mir quasi gesagt, also am Ende ist der Genegoismus am Ende nicht ausrottbar. Wir können ihn nur mäßigen, zum Beispiel durch den Bonobo-Kommunismus, durch die Bonobo-kommunistische Gruppenehe und so weiter, können wir Gewalt und Egoismus mäßigen. Aber ganz weg kriegen wir ihn nicht. Deswegen sollten wir auch eine völlig anreizlose oder belohnungslose Gesellschaft nicht unbedingt anstreben und deswegen vor allem nicht gleich sofort und nicht als erster Schritt. Das heißt also, meine Empfehlung ist, erst einmal das Schlimmste vom Kapitalismus beenden, die Schädigung der Menschen durch den Kapitalismus beenden, und die gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnungen einführen, die wenigstens schon mal aufhören mit der Schädigung der Menschen, wo der Arzt belohnt wird, je gesünder ich mich als Kunde entwickelt und der dadurch dann die Gemeinschaften, die Gesundheitsgemeinschaften anregt und wo die Leute dann alle wieder anfangen, in Gemeinschaften zu leben. Ich gebe weiter. Der nächste ist, glaube ich, ja, schaltet sich schon ein und kann ich dann auch gleich anklicken. Na, jetzt habe ich ihn irgendwie Sprecheransicht. Henning. Ja, du kannst schon loslegen. Ja, Moment, ich versuche hier gerade eine Grafik zu öffnen. Ich weiß aber nicht. Ja, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ja. Gut, denn wenn sie zu sehen, ist sie komplett zu sehen? Du könntest noch ein bisschen deine Kamera jetzt so drehen, dass du noch ein bisschen mehr von dir aus gesehen nach rechts wanderst. Dann bist du noch besser im Bilde. Nee, ich sehe ganz gerne. Falsche Richtung. An den anderen Rand deines Ausschnittes. Ja, ja, darüber. In die Richtung. Ich sehe jetzt nur das Bild vor mir und mich ganz klein in der Ecke mit euch anderen ja, zusammen. Ja, aber je mehr du nach rechts rückst, desto besser sehen dich die Zuschauer. Ach so, gut. Das hier ist jetzt eine Grafik von Größenordnungen, weil das kleinste Lebewesen, was existiert, sind Frequenzen in ihrer Information, in ihrer Bewegung und in ihrer Ausdehnung. Und Frequenzen, wenn wir die bündeln können, oder auch wie es die Quantenphysik sagt, dass also der Beobachter immer aus einer Welle ein Teilchen machen kann, so können wir also durch Gedankenkraft auch Frequenzen bündeln. Und ob wir das letztendlich waren in unserer Entstehung der Menschheit oder ob das kosmische Kräfte waren, die zu zu Atommustern gebildet haben, sind, dass also 10 Milliarden Licht-Leben-Informationen, also Frequenzen, bilden letztendlich ein Atom oder ein Atombewusstsein. Und 10 Milliarden Atome bilden eine Zelle, eine lebende Zelle. Und das sind jetzt nur Größenordnungen. Das muss nicht auf eine Lichtfrequenz genau sein, sondern es sind nur Größenordnungen in der Größenordnung. Und 10 Milliarden Zellen bilden letztendlich eine organische Einheit als Mensch. Und 10 Milliarden Menschen bilden in Einheit, in Resonanz oder in Kohärenz zu einer organischen Einheit in ein einzig Bewusstsein. Das heißt also, dass die Menschen anfangen zu erkennen, dass wir
eine Menschheitsfamilie sind, dass alles letztendlich aus einem Licht entstanden ist. Und ich kann diese Größenordnung auch noch fortsetzen. 10 Milliarden Subjekte, Planeten in Resonanz bilden ein Schöpferbewusstsein, beziehungsweise unser Sonnensystem. Und 10 Milliarden Sonnensystem bilden unsere Galaxie auch als Schöpferbewusstsein. Und in dieser Entstehung von Leben gibt es nur zwei Prozesse. Einmal die Komprimierung von Licht in Rotation und Kompression sowie die Trennung, also die Dekompression. Und die Dekompression ist immer Zerstörung, ist Trennung, ist letztendlich auch Tod oder Zerstörung des Organismus selber. Und die Bewegung von der Entstehung ist immer von der Quelle weg, was man hier unten links in der Zeichnung sehen kann, und auch in der Reflexion, in der Rückwirkung des Ganzen. Und das sind also die grundsätzlichen Prinzipien allen Lebens, nicht nur des Menschenlebens, sondern allen Lebens, überhaupt des Seins. Und alles Licht ist Information, ist ein Geist, ist ein Bewusstsein. Und der Mensch und die Menschheit ist das Mittelmaß aller Organe. Wir dürfen uns letztendlich als ein Organ sehen, wenn wir das Ganze betrachten. Und irgendwo noch zu kämpfen oder jemandem was wegzunehmen oder jemandem Schmerz zuzufügen oder einen Kopf abzuschlagen, bringt alle nichts, weil wir tun uns das letztendlich alle selber an. Das, was wir nach außen antun jetzt. Und das ist eigentlich das wesentliche Prinzip, was uns am Leben erhält, beziehungsweise was Leben darstellt. Und ich hoffe, es versteht jeder, dass also jeder sich erstmal selber bewusst wird, wie er sein Leben leben möchte. Und die kosmische Ordnung ist, wie gesagt, in Harmonie und in Bedingungslosigkeit und in Liebe. Und wer nur eins von den dreien forciert, ist eigentlich noch unbewusst der ganzen Sache, die wir leben. Und jeder Mensch hat auch in seinem Organismus 12 Sinnesorgane, und die Sinnesorgane selber wieder zu spüren und in Einheit zu bringen, dass wir also unser höheres Selbst auch erkennen, dass wir uns wieder selbst regieren, ist der Weg und einzig die Lösung, weil es bringt nichts, irgendjemandem wieder Vorschriften zu machen oder Bedingungen zu stellen. Weil wenn ich bedingungsfrei bin, aus meinen Bedingungen heraus bin, dann kann ich auch andere dazu bewegen als Vorbild und auch in Achtung bringen. Also Achtung in Form, dass ich die Münze zeige und sage, schau, das Harmoniegesetz ist das einzig wirksame Gesetz, alles andere ist geltendes und gültiges Recht. Und geltend mache ich etwas mit Gewalt und gültig ist, wenn ich etwas für Geld bezahle. Aber das ist nicht das Leben, weil keiner muss sich selbst verklagen, um für Geld zu arbeiten. Wir können uns auch gegenseitig helfen. Das ist viel einfacher, wenn jeder seine Intuition, sein Seelenleben lebt mit Freude und Teilhabe mit den Mitmenschen, die auch direkt bei einem sind und nicht irgendwelche theoretischen Sachen, was große Geschäftsmodelle sind. Okay, damit beendige ich auch die Präsentation und gebe weiter. Ja, Walter ist immer noch nicht da, also öff, ne? Ja, danke den Vorrednern. Also ich versuche immer, weil ich glaube, es wird ja nicht einfach sein, die Menschen für den anderen Weg zu begeistern, zu überlegen, was wird ihnen am ehesten, ja, einfach überzeugend erscheinen können. Und ich finde das faszinierend, also was ihr zum Teil für spannende Theorien da auch erklärt habt, auch Henning jetzt noch mit dem Licht in der Münze und was es da so alles gibt. Ich glaube, dass das allerdings für viele Leute, die das jetzt als erstes so hören,
so ein bisschen wie eine andere Märchenwelt zum Teil auch erscheint. Ich glaube, dass um denen den Einstieg zu erleichtern und dann mit ihnen gemeinsam herauszufinden, inwiefern sind wir letztlich Licht oder ist Licht Leben und solche Sachen. Um den Einstieg möglichst gut zu finden, ist es, glaube ich, wichtig, sehr bodenständig zu argumentieren. Und da greife ich mal zwei Aspekte auf, die jetzt in der letzten Runde gesagt wurden. Der Dylan hat an einer Stelle gemeint, es könnte ja gefährlich sein, wenn man so direkt hingeht und jetzt ohne Geld und was weiß ich so alles. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man es den Menschen halt mit Gewalt abverlangt und in einer Weise, die eben nicht schaut, ist da in ihrem Inneren schon der Wandel geschehen? Hat das schon innerlich die Tragfähigkeit? Aber natürlich, und das machen wir ja auch Dylan und ich, mit den Konzepten der Mehrschienigkeit, ist es auch ganz wichtig, dass wenn Menschen sich klar machen, es geht nicht darum, nur äußerlich was zu verändern oder Leute aus Posten rauszuhauen, sondern es geht darum, diese andere Substanz, diese Vernunftseele, die aufs Ganze verantwortlich sein will, ganzheitlich nachhaltig, dass so weit wie es möglich sein könnte, dass Menschen das verkörpern und auch als Gemeinschaftsleben vormachen und zeigen, wie schön das ist und die Ausstrahlung damit verbinden, dass wir das natürlich auch direkt machen sollten. Aber wir sollten klar sagen, nein, nicht Leute, indem wir da was umknicken und umbrechen, ohne dass die innere Wachstumsform, die innere Reifeform schon als tragende Basis gegeben ist. Und dann kann es, und ich halte das auch für wahrscheinlich, also ich glaube jetzt nicht, dass die Masse so springen wird in diesen Zustand, sich voll mit ihrer Vernunftseele zu identifizieren und das auf lange Sicht Richtige zu tun, auch wenn es im Moment gegen die kurzfristige Belohnungslogik steht. Also da habe ich auch meine hohen Zweifel und ich glaube, dass so Konzepte mit Zwischenstufen sehr menschengerecht, also menschenentwicklungsgerecht sein könnten. Obwohl ich sage, auf der anderen Seite, die Zeit drängt, ne, und wer es kann, und es hängt vielleicht viel davon ab, ob Menschen sich zusammentun für diese Leuchtsignalgemeinschaften. Es ist vielleicht eh alles zu spät und besser gestern als heute voll aufdrehen, wenn es denn möglich ist, ne, wenn man das auf tragfähige Weise kann, ist bestimmt eine gute Konsequenz. Und ja, dann komme ich noch zu Luki eben, der gemeint hat, es sind wohl die Strukturen und nicht so das, was im Inneren des Menschen ist. Also ich glaube auch, dass die Strukturen ganz wichtig sind als verderblicher Faktor für die Menschen. Also ein Kapitalismus, wo Geld der Gott ist und Geld steht für den unmittelbaren Tauschgewinn, züchtet natürlich die Menschen heran oder ihre inneren Eigenschaften nach dem unmittelbaren, größtmöglichen unmittelbaren Vorteil oder Tauschgewinn zu schielen. Und wenn das ganze System um einen herum so funktioniert, dann zu sagen, ich gehe in eine andere Logik, also ich stelle den größtmöglichen unmittelbaren Tauschgewinn zurück hinter den langfristigen Sinnblick, das ist schon, ja, also gegen die Systemlogik und gegen das, was die Systemlogik uns da innerlich reinzüchten will. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass das eine Wechselwirkung ist und ehrlich gesagt glaube ich, dass es sehr stark aus unserem Inneren kommt, also aus inneren Faktoren im Menschen. Denn die Strukturen haben sich ja entwickelt. Und gerade wenn wir sehen, es gab ursprünglich die Bonobo-Kultur oder derartiges, ja, wie kommt es denn dann zu den Fehlentwicklungen, wenn nicht aus den menschlichen inneren Veränderungen heraus, die ihnen ihre guten Ausgangsstrukturen kaputt gemacht haben? Also ich glaube, dass da vieles dafür spricht, dass wir innerlich eine ganz herausfordernde Situation haben. Kann auch jeder spüren, glaube ich, der in sich reinschaut. Und lässt sich ablesen daran, wie es eben war, als noch ziemlich ursprünglich oder sogar sehr von den Werten her sehr gutgesinnte Naturvölker auf die Herausforderungen und Verlockungen der westlichen Zivilisation gestoßen sind. Ob jetzt Ladakh-Experiment, ob die Indianer Nordamerikas, die Reize der Zivilisation führten dazu, dass die in der Regel sehr sogar mit äußerlichen Aspekten wegbestochen werden konnten aus ihrer Natur und vielleicht stärkeren Verbundenheitskultur. Also,
Die Bewusstseinsreife, um eben so die anderen Strukturen auch dann von innen her tragen zu können, da haben wir, glaube ich, nicht die Anhaltspunkte für, dass das bisher so da eine tragfähige Basis war. Also seit wir aus diesem, ja, fast automatischen, ob jetzt man es Instinkt nennt oder festgelegte Verhaltensmuster, aber aus dem Zustand der Primaten, der Bonobos, seit wir da rausgefallen sind, hat uns, glaube ich, unsere innere Instinktfreiheit oder Lernfähigkeit, unsere Intelligenz, die aus einem Auslöserreiz nicht nur eine festgelegte Reaktion, sondern alles Mögliche machen kann, auch maßlos und pervers, das hat uns gewaltig in Schleudern gebracht. Und deshalb müssen wir, glaube ich, auf beiden Schienen arbeiten, auch die äußeren Strukturen, die das Falsche verstärken und mit in uns heranzüchten, die müssen wir möglichst umstellen und abstellen, damit die Entwicklung zum Guten hin möglichst leicht wird. Aber es ist eine ganz eigene und vielleicht die noch viel tiefere und ursprünglichere Baustelle, in sich zu gucken, wie man diese Umstellung zur anderen Kultur schon mit Wurzeln versehen kann. Okay, damit gebe ich weiter. Ja, hast du ja gut gesprochen, Öffi, mit den Strukturen. Ich wollte auf den Anfang, aber noch, wie du angefangen hast, das hat mich auch sehr angekickt, mit der einfachen Sprache. Mit der einfachen Sprache. Und dass ich da auch glaube, diese Analyse von dir, Henning, dass da viele vielleicht nicht dem folgen können. Aber also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mal sagen, ich versuche mal die Leute zwei Fragen zu stellen. Nee, eine Frage eigentlich zu stellen. Eine Frage zu stellen, und da habe ich bisher immer erlebt, dass da entweder haben sie gesagt, naja, habe ich schon, oder die sagen ja zu meiner Frage. Und zwar mag ich die Frage mal, kannst du dir vorstellen, dass du, wenn du dir die Arbeiten, Tätigkeit, die dir irgendwie, was heute dein Arbeitsfeld ist, dir frei aussuchen kannst. Frei aussuchen kannst, irgendwas für die Gemeinschaft zu machen. Du kannst dir die Art aussuchen und die Zeit. Und zweitens, dir vorstellen kannst, dass alle deine, die Ängste, die du teilweise jetzt hast mit der Miete, mit dem Kredit, mit dem Kita-Platz, mit der Urlaubsreise und so weiter, dass sozusagen alle Grundbedürfnisse, Dach über dem Kopf, also Miete, Essen, Trinken, Kleidung, medizinische Versorgung, dass du dir darüber keine Sorgen machen musst, dass das gewährleistet ist. Diese zwei Sachen, kannst du Tätigkeit machen und die Grundbedürfnisse sind alle befriedigt, dass du dann glücklicher wärst als heute. Kannst du dir vorstellen, dass du dann glücklicher mit diesen zwei Sachen, dass du dann glücklicher wärst als heute? Habe ich bisher noch keinen erlebt, der gesagt hat, nein. Sondern alle haben gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, dass dann glücklicher wäre. Und von daher finde ich, ist das ein Modell. Oder es dockt an eine Sache, die relativ einfach nachzuvollziehen ist. Deswegen wundert mich das auch nicht, dass alle mit Ja sagen. Ja. Und ich habe das immer schon mal an anderer Stelle gesagt, ich war immer eine Weile als Drogenberater tätig hier mit Junkies und so weiter. Also habe ich doch Leute gekriegt, die relativ falsch waren. Und selbst da habe ich das erlebt. Da habe ich die Frage auch schon mal gestellt. Gibt es irgendwas, was dir Spaß macht? Bitte irgendwas, wenn du jetzt nicht in deinem Dorf her wärst, was anderes, was könnte dir Spaß machen? Und da waren egal, wie fallig die Leute waren, war immer noch zu hören, ja, ich habe früher mal halt mal Glasfelder gebaut, so mit Pflanzen drin. Das hat mir richtig Spaß gemacht, ja. So was könnte ich mir vorstellen, dass es wieder Spaß macht. Und so, glaube ich, ist es fast bei jedem Menschen, dass sie sich so was vorstellen können, dass sie was machen können für die Gemeinschaft, was ihnen Spaß macht. Und keine Ängste mehr zu haben mit Miete und mit Krankenschein und wie ist der Kuckuck, was alle, ja, das dann wäre glücklicher als heute auf jeden Fall. Das nervt mich die ganze Zeit. Und da ist für mich eben so eine Sache, wenn wir das mehr Bewusstsein kriegen könnten, wie sowas funktionieren kann dann, dass wir damit die Leute kriegen könnten. Also kriegen könnten im Sinne von eine Vision, die für sich vorstellbar ist. Die für sich vorstellbar ist, wo sie sagen, ja, wenn das realisierbar ist, darf ich mitmachen, das kann ich mir vorstellen. Und dann noch eine Sache zu dir, Dylan. Ich bin ganz stolz, wenn du mein Buch liest, dass da nirgendwo das Wort Enteignung vorkommt. Ja, liest es mal durch, da kommt nirgendwo, was du nirgendwo finden, Enteignung kommt nicht vor.
Okay, damit gebe ich weiter an, ja, an Dillen wieder, genau. Ja, ich gucke gerade noch, ich habe nur noch die Ansicht mal gewechselt, ja. Ja, also meine Brücke zur Welt ist wirklich die Hausarztgesundheitsgemeinschaft. Das ist wirklich das Kernelement der gesamten gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Natürlich ist es auch toll. Heike, hast du nicht verstanden? Was ist das denn bitte? Die Hausarztgesundheitsgemeinschaft ist das Kernstück der gesamten gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Ja? Und zwar, weil sie sozusagen symbolisiert, worum es geht. Es geht darum, denjenigen, der mich im Kapitalismus zupflastert mit Medikamenten, weil er dafür am meisten Profit macht, der mich zupflastert mit Operationen. Ich erlebe das gerade, wie es sich für Ärzte eben wesentlich mehr und für Krankenhäuser wesentlich mehr rechnet, eine ineffiziente Operationstechnik zu verwenden, bei der ich 10-mal operiert werden muss, anstatt einmal eine Operationstechnik zu machen, die danach alle Probleme gelöst hat. Ja, das ist Kapitalismus. Ja, dass also überall ich eigentlich nicht einen Freund sehen darf im Kapitalismus, also die Vertrauensseligkeit eigentlich total gefährlich ist, die menschlich ist sozusagen, dass ich also sehen muss, dass eigentlich der kapitalistische Arzt mein Feind ist, weil er Geld machen muss auf meine Kosten und dabei mein Leben sogar eventuell schwerst gefährdet durch das, was er tut. Und in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung wird jeder Arzt mein bester Freund. Denn nur noch dann, wenn ich nie krank werde und wenn ich gesund und glücklich bin, wenn, also ich sag's nochmal, was in der GWO gemessen wird, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und damit hat jede Firma, jeder Supermarktleiter, jeder Restaurantleiter wird sich nur noch wie mein bester Freund verhalten und wird nur noch sagen, was kann ich tun, dass meine Kunden nie krank werden, dass sie gesünder leben, dass sie glücklicher leben, dass sie länger leben und dass es ihnen auch wirtschaftlich ziemlich gut geht vom Wohlstand her. Und da ist der Punkt, welchen Vorteil bringt gegenüber solch einem paradiesischen Welt, in der wir dann auch noch alle angeregt werden von den Hausärzten in bonobo-kommunistischen Gemeinschaften zu leben sozusagen. Was fehlt uns da noch? Was bringt mir die sofortige Geldabschaffung da verglichen mit diesem Ansatz der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften für einen riesigen Vorteil? Den verstehe ich nicht, den Vorteil. Ja? Und zu Öffis Frage, also das ist das, was ich immer wiederholen und auch eben offensichtlich nicht erwarten kann, dass man dem folgt. Für mich ist es ganz einfach. Der Bonobo-Kommunismus wurde zerstört durch die Erfindung des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja aus naturwissenschaftlicher Sicht zwischen 400, 300 oder 200.000 Jahren alt, weil er nämlich der Kapitalismus, das wesentliche Kernelement des Kapitalismus ist der Tauschhandel. Und das ist die neue Erfindung. Und da aber eben im Kapitalismus unglückliche Menschen mehr konsumieren und kaufen als glückliche Menschen, musste der Kapitalismus notwendig Evolutionsprozesse erzeugen, die den Bonobo-Kommunismus, die Gemeinschaft zerschlagen haben, weil nämlich einsame, unglückliche, kaufsüchtige Singles mehr Geld bringen, mehr Güter kaufen. Und das ist sozusagen für uns Naturwissenschaftler
sozusagen die Logik. Der Kapitalismus konnte nicht anders. Und deswegen müssen wir den Kapitalismus beenden. Aber eben, ich bin halt für die gemäßigte Abschaffung des Kapitalismus in Richtung GWO. Ne? So, Henning ist dran, ne? Oder? Ja, ich mach mal weiter. Ich habe eine Frage. Du hast diese in dieser Gemeinwohlwirtschafter oder Hausärztewirtschaft die Belohnung des Arztes mit Geld versorgt, wenn deine Klienten alle gesund sind. Wo soll denn das Geld herkommen? Soll ich darauf antworten in deiner Zeit? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, ist ganz einfach. Die Tatsache, dass zum Beispiel 118 Milliarden verliert die deutsche Wirtschaft allein dadurch, dass der Mensch krankgeschrieben ist. Also das heißt, diese 118 Milliarden werden ja volkswirtschaftlich frei, die kann man durch Steuern dann aus der Wirtschaft entheben, so nach dem Motto, ihr habt keine Kranken mehr, also könnt ihr auch diese 118 Milliarden können wir als Steuern bei euch erheben. Und diese können wir den Ärzten geben, die dafür sorgen, dass niemand mehr krank wird. Ja, also insofern sind das relativ einfache Mechanismen. Und wenn wir von den 365 Milliarden, die wir so an Kosten im Gesundheitswesen haben, zum Beispiel, dann diese Gelder, einen Großteil davon verbrauchen wir nicht mehr, sondern geben die den guten Ärzten, geben denen etwas mehr Gehalt als früher. Dann, wenn sie dafür sorgen, dass die Leute nie krank werden und keine Zusatzkosten brauchen. Ja, zum Beispiel auch keine riesigen Krankenhäuser mehr konsumieren und brauchen. Ja, also das geht schon alles. Das funktioniert. Mach weiter. Das wäre dann ungefähr genauso, wenn mein Freund André jetzt in den Staaten Friedensministerien einsetzen würde, die dann von einem anderen Staat wieder bezahlt werden. Aber wenn der Geist von den Leuten, die dieses Friedensministerium beseelen, auch wieder auf kapitalistischen Geld Strukturen beruht. Was bringt dann das Friedensministerium und was bringt dann so eine Gemeinwohlarztgesundheit? Naja, die kapitalistische Lösung ist ja ganz, die gemeinwohlökonomische Lösung ist ja ganz einfach. Wenn die Konzerne, die Waffenkonzerne nur noch für Frieden Geld bekommen, dann transformieren die sich in Friedensförderungsfirmen und verschwinden ganz allmählich, weil die Konzerneigner zum Beispiel lieber gesunde Nahrungsfirmen aufmachen, weil Waffen bringen kein Geld mehr. Wenn die ganze Welt in Kommunen in Frieden lebt, wie die Bonobos alle mit in Frieden miteinander leben, dann braucht es irgendwann gar keine Waffenfirmen mehr. Wir können sogar die Defensivrüstung aufgeben und dann können letztendlich die Firmen, die sind ja nicht fixiert darauf, Waffen herzustellen. Die stellen dann halt Flugscharen her, Schwerter zu Flugscharen. Die stellen dann halt Flugscharen her und verkaufen das. Ein Unternehmer ist meistens relativ egal, was er verkauft. Hauptsache, er macht es erfolgreich. Bei meiner Version geht es eigentlich mehr darum, dass der Mensch sich selbst erkennt. Und da, wo ich esse und stehe, immer einen Samenkorn sehe, um auch das... auch diese Tätigkeit auch zu benutzen, um auch das Symbol des Lebens zu respektieren. Das heißt also nicht nur konsumieren in Form von Essen, sondern A, dass ich mich erst einmal gesund ernähre, dass ich also auch das, was ich esse, auch wieder regeneriere, dass ich also die energetischen Kreisläufe des Lebens aufrechterhalte und im Gleichgewicht erhalte. Und wenn das jeder für sich tut, dann brauchen wir weder Geld noch Regierungen. Piep, 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 piep. Ja, ich gebe weiter. Ich war fertig. Ja, danke schön. Ich glaube, dann bin ich wieder dran. Gleichzeitig, wir haben jetzt 6:06, ist das so mein letzter Beitrag. Und ich finde, ihr seid in einem spannenden Gespräch. Ich versuche das mal auf meine Weise zu übersetzen, auch in ziemlich einfache, griffige Sprache. Also im Moment, Henning, funktioniert das System so, dass die Leute das machen, was Geld bringt, ohne zu gucken, ist es gut oder schlecht.
Also zum Beispiel, wenn der Arzt mehr Medikamente und Behandlungsstunden verkaufen kann und dadurch mehr Gewinn hat, dann will er das natürlich verkaufen. Also je kränker die Leute sind oder länger in seine Praxis gebunden werden können, desto mehr freut er sich. Und die Leute sind aber kränker. Sie fallen mehr aus bei der Arbeit, sie sind nicht so produktiv und so weiter und so fort. Würde der Arzt belohnt werden dafür, dass sie am besten gar nicht zu ihm kommen und keine Medikamente brauchen und richtig gesund sind, wird der ganze Aufwand eingespart werden können. Und die Leute sind produktiver. Das heißt, ich glaube, Dylan hat ohne weiteres recht, dass wenn es so die Anreize im Wirtschaftssystem für das positive Verhalten, das gesundmachende, das stärkende Verhalten gibt, dann hat das einen gewaltigen Spareffekt und einen Rieseneffekt, die Produktivität der Menschen zu vergrößern. Also insofern glaube ich das schon. Allerdings ist es so, wir haben ja dann das Menschenbild, dass der Mensch nicht von allein, also ich kann das bestens verstehen, Henning, wenn du sagst, wenn wir einen Menschen haben, der sich selbst verantwortlich steuern kann und das Sinnvolle tut und sich auch gesund und verhält und seine Kraft entwickeln kann, dann brauchen wir gar keine äußeren Kontrollstrukturen oder Autoritäten, die ihm da jetzt hier Leckerlis vorhalten. Da kann auch das wegfallen. Das ist natürlich noch das viel, viel produktivere Verhalten. Außerdem ist es so, was ein Argument von mir an dieser Stelle ist, wir setzen eben voraus, dass der einfache Mensch von der Straße nicht allein das Sinnvolle tut, sondern einen Rahmen mit solchen Leckerli-Mechanismen geboten bekommen muss. Nun wird es aber immer die geben, die in der Gesellschaft sozusagen ganz oben sitzen oder den Rahmen bestimmen. Und wenn ohne einen von außen vorgegebenen Rahmen, der sie bändigt, sie über die Stränge schlagen und es missbrauchen, dann geht das an diesen Stellen schief. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall als oberste Steuerungsebene Menschen, die das wirklich dann für den Sinn auch machen oder für das, was gut ist, und nicht, weil sie andere dazu hinzügeln und zerren und dressieren. Also insofern, ich glaube, dass es nötig ist, oder die Wohlfühlstimme oder die Hausarztkommune ist besser als der Kapitalismus jetzt, der die Menschen krank macht für Profitgier. Da ist das viel, viel besser. Und eine Gesellschaft aus reifen Menschen, die keine Leckerli-Mechanismen brauchen, sondern das langfristig Richtige tun, aus ihrer inneren Reife heraus, ist natürlich ein gigantisches Plus nochmal an positiver Schaffenskraft und Wirksamkeit. Und insofern nochmal zu Luki am Anfang. Also ich glaube auch, dass die Menschen sagen, sie werden glücklich, wenn du ihnen mehr Geld in die Tasche steckst. Die Menschen träumen ja auch jetzt schon mehr von Lottogewinn für sich als von Gerechtigkeit für alle. Aber wenn sie so sich einfach über ihre erhöhten Geld- und Konsummöglichkeiten freuen, was ist das dabei für eine Menschenart oder eine Menschengesinnung, die in ihnen dann ist? Ne? Also ich glaube, dass die zwar alle sagen, sie werden glücklich sein, aber wenn du diese Menschen, gib mir mehr Geld und Lottogewinn für mich, wenn man die in eine Gemeinschaft steckt, dann stellt man ganz schnell fest, was das für eigenwillige und auf ihre eigene Gier bezogene Menschen sind und auf ihre Neigungen und Süchte bezogen sind, statt jetzt eben friedlich, einigungsfähig, sanfte Konfliktlöser oder so zu werden. Denn schauen wir doch mal auf die gar keine Geldnöte haben. Also ob jetzt die ganz Reichen mit ihrem Luxus, die haben ja nicht den Leistungsdruck und die Sorge, oh, wir haben zu wenig Geld. Oder schauen wir auf die Stellen, wo es auch für die Leute unten, die Armen, relativ einfach war, über die Runden zu kommen. Also in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, Sozialhilfe oder so. Ach, das war ziemlich easy. Ne? Ich weiß noch, dass die Leute ganz locker da auch so sein konnten. Ne? Nicht mit den Schikanen jetzt Hartz IV und Ähnliches. Und wozu hat es die Menschen denn geführt? Die wurden keine verantwortlichen Weltverbesserer. Die wurden keine überwiegend karitativen Wohltäter für ihre lieben Mitmenschen. Sondern sie frönten dem Müßiggang, dem eigenen Spaß halt, den Partys, den Süchten schlimmstenfalls noch. Die Reichen werden nicht zu den Menschenwohltätern. Das machen sie so zum Schein, wenn die Reichen sagen, sie spenden ein bisschen Geld von ihren exorbitanten Vermögen. Aber ja, danke schön. Ich höre. Im Endeffekt ist es so, dass einfach mehr Geld in die Tasche stecken von Menschen, die nicht weiterdenken und nicht an die anderen wirklich denken, also die nicht diese Sinn- und Rücksichtsreife in sich haben. Das führt nicht zur Lösung. Es führt vielleicht sogar nicht mal irgendwie vorwärts, sondern bringt uns mehr in die Sackgassen. Deshalb glaube ich, dass diese Bildung, die wir brauchen,
für Sinn statt für Gier und für Menschlichkeit und Konflikt und Konsens, Tugenden und Kompetenzen. Das ist ein eigenständiger Bildungsbereich und von alleine, wenn wir den Leuten nur Geld in die Tasche stecken, entstehen diese Kompetenzen nicht. Also eher sogar ist die Gefahr der Gegentendenz da in den eigenwilligen Konsum, der immer weniger dann vielleicht gemeinschaftsfähig wird. Okay, das war's auch für mich insgesamt. Ne? Also ich sage von mir aus schon mal, ich umarme euch alle und die Zuschauer durchs Telefon. Lasst uns alle überlegen, was uns in Richtung Verantwortung vorwärts bringt und das Bestmögliche dafür tun. Ja, und jetzt schlage ich vor, dass wir nur noch 2-Minuten-Runde machen. Und jetzt muss Henning anfangen, denn Lucky ist abgestürzt oder er kann eben nur bis 9. Ne? Henning, 2 Minuten Schlusswort, deins. Ja, ich möchte mich an FF anschließen und einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir in eine digitale Welt gehen und dass das Geld, was wir momentan hatten, sowohl Giral als auch Bar, in eine digitale Geldwährung letztendlich abstürzen wird oder enden wird. Und ich als Mensch möchte frei sein und ich möchte jeden darauf hinweisen, der jetzt zuhört, dass also die digitale Währung, die letztendlich dann Bestand von allen möglichen Ideen sein könnte oder wird, letztendlich auch in ein Gedankengefängnis führt und auch ein Wirtschaftsgefängnis. Und davon möchte ich mich als Mensch fernhalten. Und ich habe kein Handy, ich brauche kein Handy. Und ja, das ist eigentlich mein Schlusswort dazu, dass ich jeder überlegen möchte oder darf, in die Einheit und Einigkeit zu gehen, in das Leben zu gehen oder halt in irgendwelchen Fiktionen zu enden. Ich verabschiede mich und wünsche alles Gute. Ja, mein Schlusswort ist, erstens mal würde ich jetzt die Live-Fernsehzuschauer, wenn ich jetzt 10.000 Zuschauer hätte, weil auch Sarah Wagenknecht da ist und so weiter, würde ich die jetzt fragen, hat sich irgendwas geändert? Kommt es zu einer Wählerwanderung? Hat der eine oder andere vielleicht jetzt plötzlich, hat ihn Hennings Konzept überzeugt oder hat ihn Öff-Öffs Konzept überzeugt oder Luckys Geldabschaffung überzeugt oder hat ihn die Gemeinwohlökonomie nach Felber stärker überzeugt jetzt und kam es irgendwo zu einem Wechsel, einer Wanderung oder hat sich sogar vielleicht jemand jetzt plötzlich gesagt, oh ja, ich verstehe am besten irgendwie doch die, denn wir verstehe am besten die GWO, der Next Scientist for Future und so weiter. Denn wir können ja so ganz klar sagen, das Zuschauervotum bedeutet ja nie, dass die sich für das Beste entscheiden, sondern sie entscheiden sich für das, was sie verstehen können. Ne? Aber trotzdem können wir in der Demokratie nichts anderes machen. Und jetzt würde ich dann also quasi hier irgendwie sehen, dass ich im Chat dann irgendwelche Reaktionen sehen würde und ob es 1-2 Leute gibt, bei denen sich was durch unsere Argumente geändert hat. Und dann sozusagen, ja, mein Schlusswort an sich ist dann eben jetzt auch, dass ich eben sage, ja, die Hausarztgesundheitsgemeinschaft, der GWO, ist für mich der Schlüssel, der hinführt zum Gemeinschaftsleben. Und wie gesagt, wie Öffi ja auch richtig sagt, wenn die Menschen auch dieses verantwortungsvolle Denken und Mitdenken an das große Ganze und so weiter mit dabei haben, dann freue ich mich ja auch darüber. Aber wie gesagt, ich halte halt die menschliche Sozialität für durchaus begrenzt und deswegen habe ich diese Leckerli-Technik favorisiere ich eben, dass es eben das erstmal als erster Schritt wir raus müssen aus dem Kapitalismus und die Leute erstmal belohnt werden, wenn sie mir Gutes tun, anstatt dass sie Profit machen, wenn sie mich zum Esssüchtigen machen zum Beispiel. Ja? Öff, dein Schlusswort noch? Nee. Ach, Luki ist wieder da, kann dann auch sein Schlusswort schon machen.
Genau, kann ich mein Schlusswort machen jetzt? 2 Minuten, ja. Ich war zwischendurch mal kurz weg gewesen. Tut mir leid, hier abgestürzt. Ja, mein Schlusswort ist, dass ich die Leckerli-Taktik, die du sagst, will, dass ich die durchaus einen Fortschritt finde. Durchaus einen Fortschritt finde zu dem bisherigen System, ohne Zweifel. Aber für mich bleibt das immer noch ein Teil des Kapitalismus, weil das Konkurrenzprinzip, ich lege ja viel Wert auf die Psyche. Auf die Psyche, dass wir psychisch kaputt gemacht werden. Ja, nicht so die Schere arm und reich und so, und das eine hungert das auch und alles und Kriege, aber dass wir psychisch der Mensch, dass das Menschen Wolf gemacht werden. Und das Leckerli-Prinzip ist ein Vorteil, aber es bleibt immer noch dabei. Es bleibt immer noch dabei, dass es Konkurrenz ist. Weil der Arzt wird natürlich jetzt sein, wie du schon sagst und so weiter, dass er belohnt wird, wenn er wenig Kranke hat oder gar keinen Kranken. Und ich als Nebenarzt mit der anderen Praxis nebenbei, ich habe leider aus irgendwelchen Gründen habe ich nur einen Kranken. Aber der andere hat keinen und sagt wieder, Edge-Badge, ich krieg mehr. Ich bin besser, Edge-Badge, und ich fühle mich wieder klein. Ich fühle mich wieder klein, weil ich das nur geschafft habe, obwohl ich mich verbessert habe von 3 zu 2 Kranken nur noch. Ja, aber ich habe immer noch 2 Kranke und der andere hat 0 Kranke. Bin ich wieder der Arsch und fühle mich wieder klein und blöd. Und deswegen ist für mich nach wie vor wichtig, dass wir das Konkurrenzding, dieses Leistungsding und Konkurrenzding, das wird abgeschafft wird, weil das macht uns krank und kaputt und macht uns auch bösartig, ja, weil ich halte nicht lange aus, ja, dass er immer besser ist als ich. Gut, damit, wie gesagt, das nur als kleinen Hinweis und damit ist mein Schlusssatz und bedanke mich, ich habe wieder wichtige Impulse gehabt heute und wie gesagt, erinnere nochmal dran, dass ich nächstes Mal nicht dabei bin. Okay, und ich bin noch weiter, falls noch jemand dran ist. Tschüss. Ja, Pfiff ist gleich dran, aber noch ein Satz dazu. Bitte, Lucky, sprich nächste Mal nochmal dieses offene Thema Konkurrenz an. Das können wir ja das nächste Mal, kann ich ja dann darauf nochmal eingehen. Ja. Also übernächste Mal. Nächstes Mal bin ich nicht dabei. Übernächste Mal, genau. Ja, okay. Dann auf jeden Fall ansprechen, Konkurrenz, wichtiges Stichwort. Öff, dein Schlusswort nochmal ganz kurz. 2 Minuten. Ja, das kann ich kürzer halten. Ja, ich glaube, es ist eigentlich ja ganz einfach. Wir Menschen haben die geistige Fähigkeit, an das Wohl des Ganzen zu denken und dafür zu handeln. Nichts anderes wird effizienter und wohltuender sein für uns und die Welt, als diesen Zustand möglichst zu erreichen. Denn Freiwilligkeit ist stärker als und besser als Zwang. Solidarität ist besser und stärker als Konkurrenz. Und Naturliebe ist größer und stärker als Naturzerstörung. Und dafür können wir uns entscheiden. Und je mehr wir uns dafür entscheiden, desto besser wird es uns allen gehen. Ich danke. Seid alle umarmt. Bis nächstes Mal. Ja, tschüssi. Dann stoppe ich jetzt die... Tschüssi, ich stoppe jetzt mal als erstes die Aufzeichnung.